Einen wunderschönen Montag wünsche ich allen, die dabei sind. Zum Wochenanfang herzliches Willkommen im Umweltausschuss zu einer öffentlichen Anhörung. Seit dem 01.01. diesen Jahres ist das Brennstoffemissionshandelsgesetz in Kraft, das BEHG, das dem CO2 erstmalig einen nationalen Preis gibt. Und dem folgt nach die Verordnung über Maßnahmen zur Vermeidung von Carbon Leakage durch den nationalen Brennstoffemissionshandel. Über diese Verordnung führen wir heute eine öffentliche Anhörung durch. Es geht um B- und Entlastung von Unternehmen, die Frage der Lenkungswirkung, wie man sie dann tatsächlich auch erhalten kann. Und ich bin sehr gespannt auf die heutige Anhörung, gerade auch vor dem Hintergrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils von vor wenigen Tagen, das uns ja deutlich gesagt hat, dass die Maßnahmen, die Anstrengungen, die wir bis 2030 in Deutschland beschlossen haben, nicht ausreichend sind, sondern dass wir damit zu viel Last auf nach 2030 verschieben. Vor diesem Hintergrund hat auch diese Anhörung nochmal eine ganz besondere Implikation. Wir führen sie seit langer Zeit jetzt schon, wie alle anderen Anhörungen, als WebEx-Videokonferenz durch. Die Gründe muss ich nicht mehr benennen, die sind uns inzwischen sehr vertraut. Der Öffentlichkeit wird der Zugang ausschließlich durch die Online-Übertragung im Internet gewährt. Nochmal herzliches Begrüßen aller meiner Kolleginnen und Kollegen, die heute teilnehmen, auch aus mitberatenden Ausschüssen, sowie Vertreterin, glaube ich, ist es aus dem Bundesumweltministerium. Ich nehme an, es ist Rita Schwarzelür-Sutter. Ja, ich glaube, ich sehe sie auch. Herzlich willkommen. Und ganz besonders begrüße ich natürlich die von den Fraktionen benannten Sachverständigen. Das ist zum einen Dr. Ingenieur Heino Buddenberg von CD Welzholz GmbH, Jakob Flechtner vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, Dr. Hans-Joachim Brinkjans vom Zentralverband Gartenbau, Professor Dr. Ines Zenke von Becker-Büttner-Held, Dr. Ralf Bartels von der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie, der Herr emeritierte Professor Dr. Horst Joachim Lüdecke von der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Lars Baumgürtel von Zink GmbH, Ulf Sieberg vom Verein CO2-Abgabe und Caroline Schenuit vom Forum Ökologische Marktwirtschaft. Ganz herzliche Begrüßung und herzliches Willkommen Ihnen allen. Sehr schön, dass Sie uns Ihre Zeit widmen und uns von Ihrer Expertise profitieren lassen, die wir dann gleich hören. Bundesverband der Kommunalen Spitzenverbände hat mitgeteilt, dass sie aufgrund terminlicher Schwierigkeiten sowie mangelnder kommunaler Betroffenheit nicht als Sachverständige an der Anhörung teilnehmen werden. Ich habe Ihnen jetzt einige allgemeine Informationen noch zu geben. Die Sitzung wird live übertragen. Stellungnahmen, Statements, Diskussionen werden wir über das Internet zugänglich machen. Wir verfassen üblicherweise auch ein Wortprotokoll, wenn ich keinen Widerstand sehe. Dann machen wir das auch dieses Mal so. Ich sehe keinen Widerstand. Dann ist es so beschlossen. Ich werde Sie jetzt, verehrte Sachverständige, über den Ablauf informieren. Sie haben jetzt, das wissen Sie bereits, zuerst ein kurzes einleitendes Statement, jeder von Ihnen 3 Minuten. Und dann beginnen die Frage- und Antwortrunden. Die laufen so ab, dass die Abgeordnete jeder Fraktion in jeder Runde ein Budget von 5 Minuten hat, innerhalb dessen sie oder er Ihnen die Frage stellt und die Antwort auch erfolgen muss. Das heißt, eine etwas zusätzliche Aufgabe für Sie ist, mit Beginn der Frage die Uhr einzustellen oder wie immer Sie das machen oder draufzuschauen und nach 5 Minuten mit Ihrer Antwort dann auch am Schluss zu sein. Das ist ein leichtes Erschwernis. Wenn wir hier alle zusammen im Raum säßen, dann würden Sie die Uhr sehen, die unübersehbar über uns allen abläuft. Normalerweise, das ist in diesen Zeiten nicht möglich. Also liegt es in Ihrer Verantwortung, auf diese Zeit zu achten. Deswegen aber auch nochmal der Appell an meine Kolleginnen und Kollegen, gleich zu Beginn, bevor Sie vielleicht selber kommentieren oder Ihre Frage formulieren, den Namen der oder des Sachverständigen zu nennen, an die oder denen Sie sich richten, damit die dann auch beginnen können, auf die Zeit zu achten. 2 Diskussionsrunden sollten wir auf alle Fälle hinbekommen in der Zeit, die wir haben. Eventuell noch eine 3., die vielleicht verkürzt ist. PowerPoints müssen Sie selbst, Sachverständige, einblenden und auch bitte daran denken, dass Sie die dann anschließend wieder zurückziehen.
So, als Berichterstatterinnen sind mir gemeldet für die Union Dr. Anja Weisgerber, für die SPD Timon Kremmels, für die AfD Carsten Hilse, für die FDP Dr. Lukas Köhler, für die Linke Laura Göster-Beutin und für die Grünen Lisa Badum. So, damit sind alle Vorreden getan und ich gebe unserem ersten Sachverständigen das Wort zum ersten einleitenden Statement und das ist Dr. Ingenieur Heino Buddenberg. Herr Buddenberg, bitte, Sie haben das Wort für 3 Minuten. Ja, schönen Dank auch von meiner Seite. Ich hatte ein paar Unterlagen zur Verfügung gestellt, die Ihnen unter Umständen vorliegen. Kurz, wer ist Welzholz? Welzholz ist ein mittelständisches, familienorientiertes Unternehmen in Hagen in Westfalen, Nordrhein-Westfalen. Wir haben ca. 2.500 Mitarbeiter, davon 1.550 in Deutschland. Und 65% unseres Umsatzes findet außerhalb von Deutschland statt. Die wesentlichen anderen Standorte sind in Brasilien und China. Aus unserer Sicht kann eine erfolgreiche Energiewende nur zusammen mit einer funktionierenden, das heißt auch wettbewerbsfähigen Industrie stattfinden. Eine Umstellung unserer Prozesswärme von Erdgas auf Strom erscheint uns aktuell nicht zielführend, da das CO2-Äquivalent von Erdgas mit 0,22 Kilogramm pro Kilowattstunde im Vergleich zum deutschen Strommix deutlich günstiger ist. Eine Umstellung von Erdgas auf Wasserstoff ist erst mittel- bis langfristig umsetzbar, das heißt für uns als Unternehmen aktuell nicht verfügbar. Ein wirksamer Carbon-Leakage-Schutz ist notwendig und sollte sich am EU-ETS-Handel orientieren. Zum Problem der Sektorenliste. Die Branche der Kaltwalzer, zu der wir gehören, hat eine Emissionsintensität von 0,31 und eine Handelsintensität von 0,76, sodass sich ein Carbon-Leakage-Faktor von 0,23 ergibt, der oberhalb dessen liegt, was im EU-ETS notwendig ist. Daher sollte eine nachträgliche Anerkennung nicht erfolgen und ein Unternehmen wie das unsere direkt rechtssicher dem BECV unterliegen. Verbände und Unternehmen und auch wir möchten darauf hinweisen, dass die existierende Carbon-Leakage-Liste des europäischen ETS allein nicht ausreicht und um die relevanten Branchen aus der Regelung der Energiesteuergesetze erweitert werden sollte, zum Beispiel der Stromsteuer. Das entsprechende Ministerium sollte beauftragt werden, gemäß dem Carbon-Leakage-Faktor der Wirtschaftszweige diese Liste zu ergänzen. Zu der Entlastungshöhe. Die kostenfreien Zertifikate im ETS der Europäischen Union führt zu einer durchschnittlichen Entlastung von 85%. Im BECV mit Selbstbehalt, Brennstoffbenchmark und Kompensationsgrad würde eine Entlastung bei uns maximal von 49% möglich sein. Wir schlagen vor, zum Beispiel den Kompensationsgrad erst bei einer tatsächlichen Verfügbarkeit alternativer Brennstoffe anzuwenden. Zu den Gegenleistungen. Die Kostenentlastung dient Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen und nicht in der Lage sind, die Kosten über die Produktpreise zu wälzen. Eine Gegenleistung in Form von erzwungenen Investitionen konterkarieren den eigentlichen Entlastungsgedanken, sodass die reale Kostenentlastung dadurch faktisch in 2025 zum Beispiel weniger als 10% beträgt. Zusätzliche Belastungen für Zertifizierung, Wirtschaftsprüfungsnachweise und innere Aufwendungen im Sinne der Bürokratie sehen wir als unausweichlich. Und die Gegenleistungen in Form von zweckgebundenen Investitionen sollten entfallen. Die Anforderungen aus unseren Zertifizierungen, ISO 50001, verpflichten uns auch schon heute zu permanenten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. So viel als Eingangsstatement. Von Jakob Flechner vom Industrie- und Handelskammertag. Bitte, Herr Flechner. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Herzlichen Dank für die Einladung zur heutigen Anhörung. Ich denke, es ist klar, Klimaschutz ist eins, wenn nicht das zentrale Zukunftsaufgabe für die Wirtschaft. Und die CO2-Bepreisung wird dabei auch eine sehr wichtige Rolle spielen und spielt sie auch bereits schon. Für eine besonders energieintensive Unternehmen ist es allerdings auch ziemlich Herausforderung, damit umzugehen, diese CO2-Bepreisung. Das gilt für verschiedenste Sektoren, für Industriesektoren genauso wie zum Beispiel auch in der Logistik oder auch vielleicht auch im Gartenbau haben wir heute auch hier vertreten.
Mit Blick auf die innereuropäischen Wettbewerbseffekte, die sich ergeben, empfehlen wir zudem, und das gilt vielleicht auch in besonderem Maße nach dem Urteil von letzter Woche, auf eine europäisch einheitliche CO2-Bepreisung möglichst bald zu kommen. Das würde zumindest einen Teil der Carbon-Leakage-Effekte schon mal deutlich reduzieren. In welchen Branchen sehen wir eine besondere Gefährdung und wo liegen vielleicht auch die Unterschiede zum europäischen Emissionshandel? Wie Sie wissen, im europäischen Emissionshandel sind vor allem großindustrielle Anlagen neben der Stromerzeugung erfasst. Das heißt die Erzeugung von Roh- und Grundstoffen, von Baustoffen etc. Andere auch, aber da liegt der Schwerpunkt. Im Kontext des BAGs ist der Schwerpunkt etwas anders. Da liegt der Schwerpunkt der Carbon-Leakage-Gefährdung eher bei den energieintensiven Weiterverarbeitern, sprich die Veredelung von Rohstoffen, also zum Beispiel Metallverarbeitung, Oberflächenbehandlung, Textilveredelung oder auch Lebensmittelherstellung. Häufig ist es auch so, dass mehrere energieintensive Prozesse aufeinander aufbauen. Also wenn wir zum Beispiel vom Stahl zum Gießen bis zur Oberflächenhärtung kommen, dann summieren sich darüber auch die CO2-Kosten, die in einem Produkt enthalten sind. Was ergibt sich daraus für die Ausgestaltung der Carbon-Leakage-Verordnung und wo sehen wir vielleicht Verbesserungsbedarf? Dazu mal ganz kurz 5 Schlagworte. Einmal haben wir das Entlastungsniveau. Da sehen wir schon, dass die Entlastung deutlich geringer ist, als wir sie bei der freien Zuteilung im europäischen Emissionshandel haben. Dann haben wir die Carbon-Leakage-Liste. Da sehen wir, dass die nicht genau passt, hat Herr Buddenberg eben auch schon angesprochen. Da gibt es zwar auch eine Erweiterungsoption, aber die ist sehr langfristig, sprich es dauert sehr lange, bis diese Option dann tatsächlich auch Wirkung zeigt. Dann haben wir das Thema Bürokratiebelastung. Tatsächlich ist sehr aufwendig, das ganze Verfahren. Und da sehen wir schon den Bedarf, gerade auch angesichts der doch etwas kleiner strukturierten Unternehmen im BAG, dort Entlastung zu schaffen. Dann sehen wir noch die Notwendigkeit, energieintensive Prozesse zu berücksichtigen. Da könnte man sich an der Energiesteuergesetz § 51 orientieren. Für diese Prozesse gibt es nämlich zurzeit sehr wenige Dekarbonisierungsoptionen und die sollten aus unserer Sicht deswegen direkt auch auf die Liste mit aufgenommen werden. Letzter Punkt, Planungssicherheit. Die Entlastungsregelungen kommen sehr spät. Es hat ja schon begonnen, die CO2-Bepreisung. Für viele Unternehmen, wenn sie nachträglich aufgenommen werden über die Liste, wird bis ins Jahr 2022 hinein Unsicherheit herrschen. Für Unsicherheit sorgt aber auch der Haushaltsvorbehalt. Aus unserer Perspektive würden wir sagen, das muss nicht sein. Und gerade auch in den aktuell doch sehr schwierigen und unsicheren Zeiten für die Unternehmen wäre es wichtig, dass wir da ein klares Signal setzen und Planungssicherheit der Unternehmen ermöglichen. Vielen Dank. Danke, Herr Flechtner. Jetzt geht das Wort an Herrn Dr. Hans-Joachim Brinkjans vom Zentralverband Gartenbau. Bitte. Ja, sehr geehrte Frau Kotting-Uhl, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung zur heutigen Anhörung. Die CO2-Bepreisung trifft im Gartenbau auf Unternehmen, die in einem harten europäischen und auch internationalen Wettbewerb stehen. Und hier ist wichtig zu wissen, dass der Selbstversorgungsgrad bei Gemüse unter 30% und im Zierpflanzenbau auch nur bei gut 40% liegt. Maßgeblich ist dabei vor allem der Wettbewerb im Binnenmarkt. Wichtig auch, die Größenordnung laut Agrarstrukturerhebung 2016 nutzen rund 4000 Betriebe fossile Energieträger wie Öl und Gas. Im Durchschnitt liegt die Unterglasfläche bei Gemüsebau bei 14.000 Quadratmetern, im Zierpflanzenbau bei 7.000 Quadratmeter. Die Branche ist somit klein- und mittelständisch strukturiert und es sind mehrheitlich Familienbetriebe mit durchschnittlich rund 5 bis 6-ständigen Arbeitskräften, also kleinere Unternehmen. Die CO2-Bepreisung stellt uns unsere Betriebe mit Gewächshäusern deshalb vor große Herausforderungen. Die höheren Produktionskosten können nicht oder nur zum kleinen Teil durch höhere Preise aufgefangen werden, aufgrund des harten Wettbewerbs und der Oligopolstellung auf Abnehmerseite. Die Verordnung soll dagegen das Risiko der Produktionsverlagerung vermeiden und Unternehmen schützen. Dieses Ziel wird aus unserer Sicht nicht erreicht. Grundsätzlich sollten betroffene Unternehmen direkt Entlastungshilfen bekommen können. Die Antragsverfahren sowohl für die Sektoranerkennung als auch für das einzelne Unternehmen sind nach wie vor kompliziert und aufwendig. Ein Antrag darf, gerade wir als Sektor sind betroffen, nicht an unerfüllbaren Nachweisen über Umsatzzahlen der Branche und der Mitglieder des Antragstellers scheitern.
Die Beihilfehöhe, die vorgesehenen Entlastungsregeln sind in keiner Weise geeignet, Wettbewerbsnachteile deutlich reduzieren. Etliche Kürzungsfaktoren führen nämlich zu einer erheblich geringeren Entlastung gegenüber den zusätzlichen CO2-Kosten. Hier sind aus unserer Sicht deutliche Nachbesserungen zwingend nötig. Dazu zählen vor allem Verzicht auf Anwendung des Brennstoffbenchmarks, zumindest in der Übergangszeit, Verzicht auf einen Schwellenwert, Verzicht auf einen Kompensationsgrad und eine Minderung des Selbstbehalts. Zudem ist eine Investitionsverpflichtung verbunden mit den erheblichen Kürzungen der Entlastungen unverhältnismäßig. Mit überzogenen Kürzungen wird es den Unternehmern zusätzlich erheblich erschwert, liquide Mittel für CO2-vermeidende Investitionen nutzen zu können, was ja auch ein wichtiges Ziel ist. Auch die Verpflichtung zu aufwendigen Energiemanagementsystemen verbunden mit der Nachweisführung und der Bewertung zu Klimaschutzmaßnahmen sollte geändert werden. Die Pflicht zu einem EMAS-System sollte aus unserer Sicht an die Definition der kleinen und mittelständischen Unternehmen der europäischen KMU-Definition angeknüpft werden. Ziel ist es für uns und ganz wichtig sollte es sein für die Carbon-Leakage-Regelungen, dass Gemüse, Blumen und Pflanzen auch aus deutscher regionaler Produktion im europäischen Handel wettbewerbsfähig bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Brink-Jahns. Jetzt hören wir ein Statement von Frau Professor Ines Zenke von der Kanzlei Becker-Büttner-Held. Bitte, Frau Zenke. Frau Zenke, Sie müssen sich noch entstummen. Ihr Mikro ist noch nicht an. Jetzt? Bin ich jetzt zu hören? Ja, okay. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Kotting-Uhl, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme heute hier, auch zu diesem sehr wichtigen Thema. Wir alle wissen, welche Anstrengungen in Paris definiert wurden unter dem Klimaschutzabkommen, was notwendig ist, auch um den Green Deal zu erreichen und zu treffen für die Jahre 2030, 2050. Und eins ist klar, die Wirtschaft steht vor einer Jahrhunderttransformation. Der Weg in die Treibhausgasneutralität, so ist es verabredet, soll insbesondere durch die Bepreisung von CO2 und anderen Treibhausgasen gelingen. Das kennen wir in Europa bereits unter dem europäischen Emissionshandel. Und dieser gilt seit dem 01.01.2005 für große Verbrenner aus der Energiewirtschaft und Industrie, seit 2013 dann auch für weitere Gase und Industrieanlagen. Und ein zentraler Punkt im europäischen Emissionshandel war immer das Carbon Leakage. Wir haben 2013 gestartet mit 175 Sektoren, die darunter lagen. Und heute kann man in etwa sagen, dass wir immer noch 3/4 der Industrieemissionen im Carbon Leakage haben in den Sektoren. Seit dem 01.01.2021 gibt es nun neben dem europäischen Emissionshandel auch den deutschen. Das wissen wir alle, darüber reden wir ja. Neben das TEHG wurde das BEHG gestellt und es adressiert die Inverkehrbringer von Brennstoffen und damit insbesondere Verkehr und Wärme und wieder stellt sich und erneut die Frage nach dem Carbon Leakage. Und man muss eins sagen, also im Moment, wenn wir das vergleichen, was wir hier sehen zwischen dem europäischen und dem nationalen Emissionshandel, sehen wir ganz klar dringenden Handlungsbedarf. Der nationale Emissionshandel läuft seit dem 01.01. Wir haben keinen entsprechenden Carbon Leakage Schutz. Also das ist die erste Erkenntnis. Und als zweite Erkenntnis kann man auch ganz klar sagen, dass schon der Vergleich mit dem europäischen Emissionshandel Nachteile zeigt. Also Nachteile für kleinere Anlagen, die ja hier unter dem nationalen Emissionshandel stehen. Ja, woran liegt das? Das liegt an vielen Punkten, die schon angesprochen wurden. Zum einen bekommen die nationalen Emissionshändler, wenn man sie mal so bezeichnen darf, eben nicht die 100%, die sie aus Europa kennen dürften, sondern teilweise nur 65%, dann hoch bis 95%. Das liegt daran, dass die Unternehmen nur dann eine Kompensation bekommen, wenn sie ihrerseits in Klimaschutzmaßnahmen investieren. Wir haben eine andere Liquiditätsbelastung und viertens ist das alles noch unter dem Haushaltsvorbehalt. Mir ist wichtig, nochmal hier zu platzieren, den Rest werden wir, glaube ich, diskutieren. Eine Überförderung der Unternehmen sehe ich nicht und kann ich auch nicht erkennen.
denn die Kompensation, die ja vorgesehen ist, knüpft an den europäischen Benchmark und einen sehr strengen Benchmark. Und wenn wir hier keine doppelte Belastung durch einen doppelten Deckel haben wollen, dann denke ich, müssen wir hier deutlich nachbessern. Ich habe noch drei weitere Punkte mitgebracht, die sind nachzulesen in meiner schriftlichen Stellungnahme, werden aber und wurden auch hier schon teilweise angesprochen, sodass ich mich jetzt auf die Diskussion freue. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Zenke. Wir kommen jetzt zu Dr. Ralf Bartels von der IGBCE. Bitte, Herr Bartels, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vorab, die Bepreisung von Treibhausgasen ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Auch insofern begrüßen wir das BEHG und die Carbon Leakage Verordnung. Wo ich im Folgenden Kritik übe, geht es nicht um das Ob, sondern um eine Optimierung des Wie. Wo stehen wir heute? Das BEHG ist in Kraft, der Carbon Leakage Schutz noch nicht. Insofern kann ich die BECV nur als überfällige Verordnung, die endlich vorliegt, begrüßen und dazu raten, sie schnellstmöglich zu verabschieden. Die Integration des produzierenden Gewerbes in das BEHG, das ja im Wesentlichen für Verkehr und Gebäude gedacht war, birgt die Gefahr von wettbewerbsverzerrenden Belastungen und Carbon Leakage für die deutsche Industrie. Die BECV ist ein wichtiger Pfeiler, um die CO2-Bepreisung mit der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu vereinbaren und damit hochwertige Industriearbeitsplätze zu sichern. Deshalb ist eine ausgewogene Ausgestaltung sehr wichtig, sowohl mit Blick auf Befreiung und Kompensation als auch auf bürokratische Hürden für die Unternehmen. Branchen wie die Glasindustrie, die Keramikindustrie und eine Reihe anderer Energieintensive drückt der Schuh da ziemlich. Die Verordnung geht auf diese Gefahr ein, was ausdrücklich zu begrüßen ist, aber leider noch nicht ausreichend, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Für Unternehmen wie zum Beispiel in der keramischen Industrie, die weniger Strom als vielmehr Erdgas für Prozesswärme benötigen, ist die Entlastung des Strompreises kein Schutz vor Carbon Leakage. Die gesamte produzierende Industrie sollte eigentlich ex ante von nationaler CO2-Bepreisung befreit sein. Jedenfalls dürfen Industrieunternehmen vom nationalen Gesetz doch nicht schlechter gestellt werden als vom EU-ETS. In aller Kürze zu wichtigen Einzelregelungen. Paragraph 7. Für die Unternehmen, deren Carbon-Leakage-Risiko auch nach den Kriterien der BECV anerkannt wird, reduziert allein Paragraph 7 die Kompensation auf bis zu nur noch 65%. Damit bedeutet das BEHG für Unternehmen außerhalb des europäischen Emissionshandelssystems eine Belastung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Standorte gegenüber Wettbewerbern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union mit 35% ihrer CO2-Kosten. Das ist kein ausreichender Carbon-Leakage-Schutz. Weitere Details gerne auf Nachfrage in der Diskussion. Dankeschön, Herr Bartels. Jetzt hat Herr Professor Dr. Hans-Joachim Lüdecke vor seiner Emeritierung in der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes das Wort. Bitte. Ja, ich danke Ihnen für die Einladung. Vielleicht eine kurze Korrektur. Ich heiße Horst Joachim, nicht Hans Joachim, aber das bin ich gewöhnt. Ich darf etwas allgemeiner ausholen und zitiere dazu Professor Heinz Miller, ehemaliger Direktor des Alfred-Wegener-Instituts Bremerhaven. Der sagte nämlich in einem Zeitinterview: Wer von Klimaschutz redet, weckt Illusionen. Klima lässt sich nicht schützen und auf einer Wunschtemperatur stabilisieren. Es hat sich auch ohne Einwirkungen des Menschen oft drastisch verändert. Schlagworte wie Klimakollaps oder Klimakatastrophe sind irreführend. Klima kann nicht kollabieren. Die Natur kennt keine Katastrophen. Zitat Ende.
Nun, hier geht es um CO2-Vermeidung. Und CO2-Vermeidung bedeutet im Klartext extreme Kosten bei völlig unsicherer Wirkung. Parlamentarier sollten dem Wohl des deutschen Volkes dienen. Ungesicherte Weltrettung vor globaler Erwärmung ist eigentlich nicht ihre Aufgabe. Der Referentenentwurf setzt auf Planwirtschaft, deren Folgen bekanntlich stets katastrophal waren. Der Klimawissenschaft, denn weder den natürlichen Anteil der jüngsten globalen Erwärmung noch den Anteil durch Mensch verursachtes CO2. Die Politik vertraut dennoch den bisher falschen Klimamodellen des IPCC. Aus einer Studie der Stanford-Universität geht hervor, Deutschland verliert bis 2030 jedes Jahr 160 Milliarden Euro aufgrund des geringeren Wachstums, mehr als das deutsche Bildungssystem von 150 Milliarden, von der Kita bis zur Uni und Jugendarbeit. Jede Familie wird um 8.000 Euro pro Jahr ärmer. Die Politik ignoriert dies und vor allem die Verhältnismäßigkeit ihrer Klimaschutzmaßnahmen. Mit Brachialgewalt soll die große Transformation durchgesetzt werden. Das geht nur diktatorisch. Jetzt meine gutachterlichen Empfehlungen. Weltrettungsillusionen dürfen nicht Demokratie und freie Marktwirtschaft außer Kraft setzen, wie das im Moment der Fall ist. Gesetze müssen verhältnismäßig sein. Energieeinsparung bei freiem Markt reicht schon aus Kostengründen völlig aus. Deutschland sollte das unfaire Pariser Klimaabkommen aufkündigen und die EU verlassen, die von einer Utopie zur Dystopie mutierte und nicht mehr reformierbar ist. Neben Klimaschutz verfolgt die EU auch weitere deutschlandschädigende Maßnahmen. Zur Versorgungssicherheit mit Strom ist auch der Kohleausstieg so lange aufzugeben, bis hierzulande wieder die CO2-freie Kernenergie eingesetzt wird. Bei etwa 2,5% CO2-Anteil Deutschlands ist CO2-Reduzierung sinnlos, solange China, Indien, Brasilien zunehmend Kohle verbrennen und Afrika inzwischen damit anfängt. Fluktuierende Umweltenergien sind für eine moderne Industrienation völlig ungeeignet. Besonders ungeeignet und schädlich ist die mittelalterliche Windenergienutzung. Zu viel Landschaftsverbrauch, teuer, umweltschädlich, zu viel Vögel- und Insektentötung, gesundheitsschädigender Infraschall. Wo bleibt eigentlich der ehemalige Umweltschutzgedanke der Grünen? Ich danke Ihnen. Danke. Jetzt hören wir den Beitrag von Lars Baumgürtel von der Zink GmbH. Bitte, Herr Baumgürtel. Ja, vielen Dank, Frau Kotting-Uhl, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank, dass ich hier als Stimme des energieintensiven Mittelstandes zu Ihnen sprechen darf. Ich möchte gerne anknüpfen an das, was Herr Bartels gesagt hat, nämlich die Frage, wozu setzt das verarbeitende Gewerbe, die Industrie eigentlich Energie ein? Und da müssen wir uns immer wieder gewahr werden, dass das nicht konsumtiver Natur ist, sondern diese Energie wird vor allen Dingen gebraucht, um langlebige und Produkte herzustellen von einem sehr hohen Gebrauchsnutzen. Das ist der Zweck des Energieeinsatzes. Ich glaube, dass kein energieintensives Unternehmen freiwillig beliebig viel Energie einsetzen würde, sondern im Gegenteil. Und das ist natürlich durchaus auch jetzt eine Krux in dieser ganzen Geschichte. Gerade der energieintensive Mittelstand war schon immer in der Vergangenheit sehr stark daran orientiert, mit Energie besonders sparsam, sorgsam umzugehen, denn das ist Teil unserer Betriebskosten. Wenn das aber im Umkehrschluss natürlich bedeutet, dass man damit einige Kriterien nicht mehr erreicht im Bereich der Energieintensität, um sich zu qualifizieren für die Carbon-Leakage-Verordnung, ist das natürlich eine traurige Schlussfolgerung. Ich möchte aber vor allen Dingen tatsächlich auf den Unterschied hinweisen zwischen der konsumtiven Energienutzung im Bereich Wärme und teilweise in den Bereichen der Mobilität und des Verkehrs und des Einsatzes von Energie in der Industrie. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann zum Thema Carbon Leakage selbst. Die Carbon Leakage Liste, die wir jetzt vorfinden in der Verordnung, deckt natürlich nicht alle gefährdeten Sektoren, insbesondere nicht die des energieintensiven Mittelstandes ab. Und ich komme selbst aus einer Branche, Oberflächentechnik, wo wir erhebliche Mengen an Prozesswärme einsetzen. Im Grunde genommen ist mein Unternehmen sogar qualifiziert für das EU ETS von der Menge her, aber es verteilt sich über verschiedene Anlagen.
und ist nicht in einem Unternehmen an einem Standort gebunden. Insofern sind wir jetzt Teil des nationalen Energiehandelssystems, Emissionshandelssystems. Aber diese Unternehmen, denke ich, in der Metallerzeugung, in der Lebensmittelindustrie und in der Textilindustrie können ja am Ende nicht dafür in diese Lage kommen, für Energie tatsächlich mehr aufzuwenden, nur weil ihnen diese Energie zugerechnet wird. Ich glaube, wir müssen differenzieren, auch im Bereich Carbon Leakage. Wir reden bei den Unternehmen, die jetzt vom nationalen Emissionshandel erfasst sind, über Unternehmen, die sich nicht außereuropäischen Carbon Leakage ausgesetzt sehen, sondern innereuropäischen. Und sogar, das ist hier gar nicht erfasst, einem intersektoriellen Carbon Leakage. Denn am Ende, wenn die verarbeitende Industrie über die Nutzung von Prozesswärme, wir sprachen schon das Thema Erdgas in, als nach heutigem Stand immer noch sehr effizienten Energieträger, dann sind das natürlich in der Herstellung Emissionen, die aber über den langen Lebenszyklus der Produkte und deren günstige CO2-Bilanz durch die lange Lebensdauer und durch in vielen Bereichen eine hohe Rezyklierbarkeit am Ende natürlich kompensieren, nämlich den Einsatz von CO2 bzw. Emissionen von CO2 im Bereich der Herstellung. Dieser intersektorielle Vergleich von CO2-Emissionen wird bedauerlicherweise nicht betrachtet, wäre aus meiner Sicht unbedingt nötig einzubeziehen, um tatsächlich eine Richtung auszuschließen, die dazu führt, dass energieintensiv hergestellte Produkte, die aber langlebig sind, tatsächlich dann im Wettbewerb schlechter gestellt werden. Viele Dinge sind schon gesagt worden. Ja, ich bin in der Schlusskurve. Die anderen Punkte betrifft die Schwellenwerte, letztendlich auch die Frage von Entlastung und Entlastungsniveau ist ausreichend besprochen worden. Ich wäre dankbar, wenn ihr in der Diskussion nochmal auf die entsprechenden Erfahrungen und Bedürfnisse energieintensiver mittelständischer Unternehmen eingehen könnten. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt hat 3 Minuten Ulf Sieberg, CO2-Abgabe. Bitte, Herr Sieberg. Ja, vielen herzlichen Dank. Kann man meinen Screen sehen? Ja, es ist nur der halbe Bildschirm, aber wir sehen es. Jetzt sieht es gut aus. Prima. Das ist super. Genau, vielen herzlichen Dank. Die Frage ist aus unserer Sicht, wie Klima- und Carbon Leakage Schutz eigentlich Hand in Hand gehen können. Jetzt komme ich hier gerade nicht weiter. Shit. Der CO2-Abgabe e.V. ist eine Zusammensetzung aus Unternehmen, Verbänden, Kommunen und Einzelpersonen. Dazu, darunter sind auch ganz viele Unternehmen des produzierenden Gewerbes, auch des Gartenbaus, aber auch aus der Medizintechnik und der Automobilzuliefererindustrie und viele andere. Wir sind auch Mitglied im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Und 2019 in der Diskussion um das Klimaschutzprogramm haben 2400 Unternehmen, auch des produzierenden Gewerbes unter anderem, Sie sehen unten ein paar aufgeführt, unsere Forderungen für einen CO2-Mindestpreis über alle Sektoren, also im EU-ETS und im BEHG, unterschrieben. Allerdings mit einem wesentlich höheren Startniveau und einem kontinuierlichen Aufwuchspfad, um die Einnahmen dann wiederum in die Senkung bestehender Steuern und Umlagen zu stecken. Ups. Und dazu muss man sich vor Augen halten, dass vor allen Dingen Unternehmen des produzierenden Gewerbes Einfluss auf die Treibhausgasemissionen in Deutschland haben, nämlich auf 77%. Das ist nicht eine Zahl von uns, sondern vom Sachverständigenrat für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, also den Wirtschaftsweisen. Und bei der Carbon Leakage Verordnung begrüßen wir, dass der Einstieg eigentlich erstmals weg von pauschalen Ausnahmen erfolgt ist. Bei einem nicht analysierten Carbon Leakage Risiko, das müssen wir auch immer dazu sagen, es gibt bislang kein Carbon Leakage Problem aus Klimaschutzgründen, sondern Carbon Leakage ist vor allen Dingen durch hohe Personalkosten verursacht. Deswegen und wandern Unternehmen aus Deutschland bisher ab. Ein Carbon-Leakage-Problem, Klimaschutz gibt es bislang überhaupt nicht. Und erstmals werden eben Gegenleistungen beim Klimaschutz eingefordert, was sehr wichtig ist. Schade ist allerdings, dass gegenüber den ursprünglichen Entwürfen die unternehmensbezogene Prüfung erst ab 2023 erfolgen soll. Es nun pauschale Fallback-Lösungen mit 60% Kompensationsgrad geben wird und kein Nachweis über die Belastung in Relation zur Bruttowertschöpfung erfolgt.
dass die geringen Schwellenwerte bei der qualitativen Prüfung zur nachträglichen Anerkennung von Sektoren als förderfähig eingestuft werden, dass es wesentlich höhere Kompensationsgrade für zahlreiche Sektoren gibt, die Carbon-Leakage-Liste sehr umfassend ist, dass die EEG-Entlastung gar nicht angerechnet wird und dass das Beihilfevolumen auch noch weiter gestiegen ist. Und es ist einfach zu befürchten, dass weitere Branchen komplett ausgenommen werden, was die Lenkungswirkung für den Klimaschutz massiv schmälert und damit Gegenleistung eigentlich nur pro forma, Gegenleistung für den Klimaschutz nur pro forma erfolgen. Ja, und damit natürlich auch die Anreize für Unternehmen in Dekarbonisierung zu investieren weiter zurückgehen. Es gibt zahlreiche Unternehmen, die das durchaus, wie gesagt, anders sehen. Das haben wir zusammen mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft veröffentlicht. Und aus unserer Sicht braucht es deswegen eine Abkehr von den Ausnahmen weg hin zu Hilfen bei der Dekarbonisierung, also eine Politik der Verursacher und klimagerechten Preise, eine tatsächliche auch Analyse der Risiken, der Klimarisiken und eine stärkere Finanzierung der Deckungsfehlbeträge, also den Investitionen, die Unternehmen tätigen und den CO2-Vermeidungskosten, die Unternehmen haben, die hier auch angesprochen wurden, und mit einer Steuer- und Energiereform, die aus den CO2-Bepreisungen resultiert, würden auch Unternehmen wieder im Gegenzug entlastet werden. Aber diese Anreize müssen auf jeden Fall erhalten bleiben. Und ich glaube, ich bin jetzt über die Zeit, deswegen würde ich an dieser Stelle enden. Danke. Das ist so. Vielen Dank, Herr Sieberg. So, das letzte Statement hören wir von Caroline Schenuit vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Sie haben das Wort, bitte. Ganz herzlichen Dank. Schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit, heute zum Entwurf der Carbon Leakage Verordnung Stellung zu nehmen. Die Einführung des nationalen CO2-Preises war ein wichtiger klimapolitischer Meilenstein auf dem Weg zur Internalisierung der Klimaschadenskosten unseres Energieverbrauchs. Preise sind ein zentrales Steuerungsinstrument in einer Marktwirtschaft. Ausnahmen vom CO2-Preis sollten deswegen nur sehr sparsam und gezielt eingesetzt werden. Jede Ausnahme führt dazu, dass die beabsichtigten Preissignale bei den begünstigten Unternehmen weniger oder gar nicht ankommen und somit auch kein Handlungssignal in Richtung Emissionsreduktion entsteht. Der vorliegende Verordnungsvorschlag ist nach Einschätzung des Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft zu großzügig, sowohl in Bezug auf die Menge der begünstigten Sektoren als auch beim Umfang der Entlastung. Warum ist das so? Erstens, es gibt zu viele Begünstigte. Weniger als 20% der CO2-Emissionen der Industrie sind überhaupt vom nationalen CO2-Preis betroffen. Sinnvoller als die schlichte Übernahme der EU-ETS Carbon Leakage Liste wäre eine Anpassung der Liste mit Fokus auf die direkten CO2-Kosten und die direkte Emissions- und Handelsintensität sowie die Produkthomogenität gewesen, um die tatsächlich sehr stark belasteten Unternehmen zu identifizieren. Zweitens, die Entlastung wird pauschal gewährt. Viele Unternehmen können allein aufgrund ihrer Sektorenzugehörigkeit eine Entlastung von 60% der CO2-Kosten in Anspruch nehmen, selbst wenn sie gar nicht deutlich durch den CO2-Preis belastet sind. Drittens, die Belastungsschwelle ab dem Jahr 2023 kommt zu spät und ist zu gering. Hohe Entlastungen von bis zu 95% sind bereits ab einer Kostenbelastung von mehr als 10% der Emissionsintensität des Sektors möglich. Das kommt dann praktisch einer Freistellung von der CO2-Bepreisung gleich. Viertens, die Entlastung ist zu hoch. Die Entlastungshöhe von 65-95% der entstehenden CO2-Kosten ist zu umfangreich und die verbleibenden zu zahlenden Beträge zu gering, um Lenkungswirkung zu entfalten. Fünftens, die Stromkostenentlastung wird nicht verrechnet. Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung werden bereits zu großen Teilen für die Senkung der EEG-Umlage verwendet. Die Industrie wird dadurch bereits stark entlastet. Der finanzielle Vorteil durch diese Stromkostenentlastung beträgt selbst bei voller CO2-Bepreisung dieses Jahr fast 2 Milliarden Euro. Der Kreis der Carbon-Leakage-begünstigten Unternehmen würde sinnvoll begrenzt werden, wenn die Reduktion der EEG-Umlage vollständig bei der Berechnung der Gesamtentlastung berücksichtigt würde. Eine solche Verrechnung ist auch bei anderen Entlastungsregelungen durchaus üblich. Positiv hervorheben möchte ich die geplanten Gegenleistungen. Begünstigte Unternehmen sind verpflichtet, ab 2023 mindestens die Hälfte der Carbon-Leakage-Beihilfe in profitable Klimaschutzmaßnahmen zu investieren. Die Gegenleistungsverpflichtung schafft in den Unternehmen eine Verbindung zwischen den Produktions- und Investitionskosten und verankert so den Klimaschutz als Langfristaufgabe. Damit die Gegenleistungen wirklich wirksam werden können, muss allerdings noch klargestellt werden, dass sie durch den Wirtschaftlichkeitsvorbehalt nicht umgangen, sondern maximal um ein Jahr aufgeschoben werden können. Nur so können sie als Innovationsanreiz für den Klimaschutz fungieren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das waren die Eingangsstatements und wir gehen jetzt in die erste Frage- und Antwortrunde und es beginnt für die Union Frau Weisgerber, bitte. Vielen Dank. Ich hätte eine Frage an den Herrn Flechtner vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Und zwar möchte ich ihn fragen, ob die Verordnung wirklich gewährleistet, dass sich die deutschen Unternehmen weiterhin am europäischen Markt behaupten können. Man hat ja auch das Ziel gehabt, dass die einzelnen Standorte geschützt werden. Wird dieses Ziel mit dem sogenannten Standortbezug ausreichend erreicht und dem Rechnung getragen? Und wenn Sie noch Zeit finden, würde mich freuen, wenn Sie noch kurz auf den Punkt eingehen können, dass es durch die Carbon Leakage Verordnung möglicherweise zu Überkompensationen kommt. Stimmt das? Vielen Dank, Frau Dr. Weisgerber. Vielleicht eingangs erstmal zu der Frage des europäischen Wettbewerbs. Das ist ja hier sozusagen eine Spezialfrage. Wir haben den nationalen Emissionshandel, der im europäischen Binnenmarkt wirkt, sodass wir sozusagen und innerhalb des europäischen Binnenmarkts haben wir natürlich sehr geringe Hürden zur Verlagerung von Produktion. Also ein Auftraggeber kann sozusagen ein Produkt, was er bestellt oder eine Leistung, eine industrielle Dienstleistung überall in Europa im Prinzip einkaufen und dadurch ergeben sich natürlich sehr schnell Verschiebungen. Das ergibt sozusagen zwei Herausforderungen, wenn man sage. Das eine ist die Sektorenliste. Die Sektorenliste muss natürlich dazu passen, dass es sozusagen auch einen innereuropäischen Wettbewerb gibt und diesen Wettbewerbseffekt innerhalb der EU oder zwischen national und europäisch. Und zum Zweiten ist es die Emission, die Entlastungshöhe. Bei der Entlastungshöhe gerät häufig einiges durcheinander, sagen wir mal so. Es gibt ja den Kompensationsgrad und es gibt die Brennstoffbenchmarks. Der Kompensationsgrad ist 65-95%. Das für sich genommen würde man sagen, okay, das ist vielleicht eine angemessene Entlastung. Allerdings muss der multipliziert werden mit dem Brennstoffbenchmark. Das heißt, im Fall von Erdgas kommen wir an deutlich geringere Entlastung. Erdgas muss man ungefähr bei 0,76 multiplizieren. Das heißt, bei einem Kompensationsgrad von 65% kommt man auf eine Entlastung von knapp 50%. Maximal. Davon sind dann noch Abzüge zu machen, der Sockelbeitrag und auch nur die Brennstoffmengen, die tatsächlich für die Produktion von Produkten her genutzt wird, die einem Sektor, Carbon-Leakage-Sektor zuzuordnen sind. Bei Kohle ist ab 2023 dabei in der CO2-Bepreisung, ist das schon nochmal deutlich schlechter. Da haben wir einen Faktor von 0,4, der muss mit 65-95% multipliziert werden. Also kommen wir dann zu einer Entlastung von maximal 26-38%. Das ist also deutlich geringer als die vorhin auch angesprochene Kompensationsgrad 65-95%. Das sozusagen vielleicht für das Entlastungsniveau. Hier brauchen wir also sozusagen einfach nochmal genauere Regeln und auch die Möglichkeit, da den Entlastungsgrad vor allem im Vergleich zum europäischen Emissionshandel nach oben zu schieben. Denn genau diese Unterschiede sind entscheidend. Es gibt Sektoren, da sind Unternehmen im europäischen Emissionshandel und die eher kleineren Unternehmen, gleiche Sektor, sind über das BAG erfasst. Und da ergeben sich natürlich dann, wenn die Entlastungsregelungen nicht zusammenpassen, deutliche Wettbewerbsverzerrungen. Und die sollten auf jeden Fall berücksichtigt werden. Vielleicht noch zu den Abzügen. Und dann kommen wir auch zum Thema Standortbezug. Das ist tatsächlich ein bisschen komplex und vielleicht, ich hoffe, es gelingt mir, das einigermaßen zu erläutern, was sozusagen dahinter steht. Der Standortbezug ergibt sich aus Folgendem. Im europäischen Emissionshandel geht es um die freie Zuteilung, bei der freien Zuteilung um die Sektorzuordnung der ETS-Anlage. Die wird sozusagen entlastet. Das ist auf BAG-Ebene und BECV-Ebene anders. Da geht es um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens als Ganzes. Das heißt, man kann einen Antrag nur dann stellen, wenn man in seiner Haupttätigkeit einem bestimmten Sektor zuzugeordnet ist als Unternehmen. Wenn dann ein Unternehmen mehrere und verschiedene Produkte herstellt, führt es dazu, dass wenn das Carbon Leakage gefährdete Produkt nicht der Haupttätigkeit zuzuordnen ist, dass dort das an der Antragsfähigkeit fehlt, sodass es sozusagen da keine Entlastung gibt. Auf der anderen Seite, es gibt sozusagen die Regelung des selbstständigen Unternehmensteils, das sozusagen entschärft dieses Problem etwas, das löst es aber nicht, weil der Aufwand zur Entflechtung von Unternehmen in unterschiedliche selbstständige Unternehmensteile ist natürlich sehr hoch und führt dann sozusagen zu weiteren Problemen. Insgesamt muss man sagen, dass dieser Ansatz, rein von der Unternehmenswettbewerbsfähigkeit zu kommen,
schwierig ist, weil Unternehmen, die Unternehmensteile haben oder Produkte herstellen, die sich nicht mehr rechnen, weil sie keine Entlastung bekommen, natürlich diese auch einem Carbon-Leakage-Effekt unterliegen. Und das sollte aus unserer Bewertung heraus versucht werden zu vermeiden. Danke sehr. Dankeschön. Die nächste Frage kommt von Timon Kremmels für die SPD, bitte. Ja, rund 1500 Unternehmen können ja von dieser in den Genuss der Carbon Leakage Verordnung kommen. Trotz dieses doch eher breit gewählten Ansatzes wurde ja bereits seitens der Industrie immer wieder die Forderung vorgetragen, die Frage richtet sich an Frau Professor Zenk, Entschuldigung, immer wieder vorgetragen, dass das produzierte Gewerbe zumindest in Anfangsjahren pauschal entlastet werden muss. Welche Vor- und Nachteile hätte eine solche Entlastung des produzierenden Gewerbes gegenüber gezielten Hilfen für Unternehmen, die tatsächlich dem Carbon Leakage Risiko unterliegen? Wäre das überhaupt EU-beihilferechtlich möglich? Und gehen Sie davon aus, dass diese jetzt vorliegende EU-Verordnung von der Europäischen Kommission genehmigt wird? Oder wäre nicht viel besser ein Carbon Contract for Difference Modell eine bessere Alternative? Und da es ja eine Verordnung ist, wo das Parlament nur zustimmen oder ablehnen kann, was ist Ihre Empfehlung, Zustimmung oder Ablehnung, Frau Zenke? Ja, vielen Dank, lieber Abgeordneter, lieber Herr Kremmels. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, jetzt über Alternativen zu sprechen. Also das sage ich gleich mal vorab. Also ich finde CFDs ganz großartig, um die Industrie auch in Deutschland zu halten, um das vorwegzuschicken. Ich glaube nur, wir bekommen diese Regelung nicht mehr schnell genug auf die Straße, dass sie eine echte Alternative ist. Ich würde gerne das, was Herr Flechner auch angesprochen hat, gerne nochmal vertiefen an der Stelle, weil wir reden ja nicht über Kleinkram. Ja? Also wir reden über die Zukunft von vielen Unternehmen. Und alleine die Differenzierung zwischen dem deutschen und dem europäischen Emissionshandel zeigt das eigentlich sehr gut. Mal in Zahlen gesprochen, wir haben beispielsweise in Betreuung eine Gießerei, die hat mal diese Zahlen mal aufbereitet. Auf sie kommt an einem ihrer Standorte eine Belastung von ungefähr 455.000 Euro pro Jahr zu. Das kann man sagen, das ist halt dein Problem. Du hast auch eine Verantwortung im Emissionshandel und auch im Umweltschutz. Nur, was man eben hier sieht, am Ende des Tages ist die Entlastung unter dem EU-ETS bei ungefähr 360.000 und beim BEHG, die liegt ungefähr beim 120.000 Euro. Das heißt, wir haben eine verbleibende Belastung zum Schluss prozentual. Bei dem einen wird 80% entlastet, beim anderen 26%. Und dann reden wir bei dem einen um nicht 100.000 Euro, beim anderen um über 350.000 Euro. Zweiter Fall, den ich in meiner Praxis habe, und ich möchte darauf wirklich sensibilisieren, weil wir Standortnachteile innerhalb von Europa schaffen. Zweiter Fall, es ist eine Druckerei, die im Jahr 2014 eine sehr moderne Gasanlage gebaut hat, die zu mir kam und gesagt, okay, ich unterliege jetzt dem nationalen Emissionshandel. Was heißt das für mich? Ich muss eigentlich meinen Laden schließen. So, und ich gesagt, ach naja, komm, jetzt gucken wir uns mal an. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit umzurüsten, zum Beispiel auf Biogas. Vielleicht kannst du ja auch dich größer machen und in den europäischen Emissionshandel gehen. Diese Optionen und Möglichkeiten waren nicht da, weil wir ja auch vorhin darüber gesprochen haben, über Lenkungswirkung, die durch Gegenmaßnahmen und Kompensationsmaßnahmen erfolgen können. Also derzeit können sie nicht umstellen. Da ist der Gap noch zu groß. Es rechnet sich einfach wirtschaftlich nicht, auf Biogas umzusteigen, in dem Fall, was dort übrigens möglich gewesen wäre technisch. Was ist das Ende vom Lied? Das Unternehmen reißt diese Anlage ab. Ich habe den Auftrag, die Komponenten zu verkaufen und bezieht Graustrom. Also was ich sagen will, ist, wir müssen ein bisschen mehr sensibilisieren, wenn wir uns ansehen, was wir von den Unternehmen fordern. Dass wir am Ende des Tages 2050 eine Treibhausgasneutralität wollen, glaube ich, ist allen Beteiligten klar. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen mehr Mühe geben in der Sensibilität, wie wir dahin kommen. Und deswegen finde ich es schon sehr wichtig, genau abzugleichen, was macht denn die EU an der Stelle? Also wir haben viele Anfragen, wo die Unternehmen auch aus dem produzierenden Gewerbe, auch übrigens die Energieintensiven sagen, kann ich irgendwie in den europäischen Emissionshandel fliehen, sonst muss ich meinen Standort hier verlagern.
Das ist leider sage ich jetzt mal aus juristischer Sicht, nicht immer möglich. Aber das beschreibt das Dilemma ganz gut. Also wenn wir die Unternehmen dort nicht sensibel an die Hand nehmen und uns wirklich die echten Ist-Belastungen ansehen, dann werden wir Abwanderungstendenzen haben, obwohl wir ja mit der Carbon Leakage Verordnung genau das Gegenteil eigentlich erreichen wollen. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Die nächste Frage stellt Herr Hilse für die AfD, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Herrn Professor Lüdicke. Grundlage ist ja quasi die Hypothese, also aller Maßnahmen ist ja die Hypothese, dass der Mensch mit seinen CO2-Emissionen das Klima maßgeblich beeinflusst. Und es wird ja immer wieder kolportiert und es wird auch immer wieder mantraartig verbreitet, dass sich die Wissenschaft einig sei. Der angebliche Konsens, was ist eigentlich dieser Konsens? Also was steht in diesem Konsens und hat man wirklich alle Wissenschaftler befragt? Also wie kommt man dazu, dass sich alle Wissenschaftler einig seien? Ja, zunächst die Antwort, der Konsens soll sich darauf beziehen, dass die jüngste Erwärmung so gut wie ausschließlich menschgemacht ist. Und man hat Wissenschaftler natürlich auch dazu befragt. Das stimmt, aber den Konsens gibt es tatsächlich nicht. Das Ganze beruht auf einer Fachveröffentlichung eines Herrn Lawrence Paul, der meines Wissens, glaube ich, auf 95-97% kam. Aber die Befragungen waren derart formuliert, dass selbst ich, ein Befürworter dieses angeblichen Konsenses gewesen wäre. Um vielleicht mal ein Missverständnis auszuräumen. Ich bin kein Bestreiter des Klimawandels. Ich bestreite auch nicht, dass CO2 erwärmend wirkt. Gar keine Frage, also nicht, dass man da in die falsche Richtung kommt. Ich bestreite bloß die Größenordnung, von der immer die in der Politik und den Medien die Rede ist. Nun zum Konsens nochmal. Seriöse Befragungen gab es natürlich auch in Deutschland. Ich nenne nur Professor Keplinger mit seiner Mitarbeiterin Frau Post und Bray und von Storch, ist ein bekannter Klimaforscher im Norddeutschland. Dann gibt es noch, da brauchen Sie bloß meine Stellungnahme anzusehen, weitere Studien, die sind alle zitiert im Daily Caller. Nun, vielleicht ganz kurz, was steht denn eigentlich fest bei dieser ganzen Angelegenheit, Klimaangelegenheit? Wir wissen, dass über die letzten 10.000 Jahre sehr oft wärmer, aber auch kälter war als heute. Und zwar über viele Jahre und viele Jahrhunderte. Und zu betonen ist, dass auch die Geschwindigkeit der Änderung schneller war als heute. Beste Beispiel ist die mittelenglische Reihe, die können Sie selber aus dem Netz rausholen und sich anschauen. Und wenn Sie da mal die 50 Jahre, sich 50 Jahre anschauen, werden Sie sehen, dass Ende des 17. Jahrhunderts bis Mitte des 18. Jahrhunderts eine Erwärmung stattfand, die wesentlich stärker war als das, was wir in jüngster Zeit erlebt haben. Das Hauptproblem ist einfach, dass die Anteile an der jüngsten Erwärmung, wir haben ja eine Erwärmung die letzten Jahrzehnte, jetzt natürlich nicht über 20 Jahre war es konstant, aber davor, dass die Anteile unbekannt sind. Also wie hoch ist denn eigentlich der natürliche Anteil? Denn das kann ja alles auch ganz natürlich gewesen sein. Wie hoch ist der menschgemachte Anteil durch CO2? Niemand weiß das genau. Genau diese Frage ist wissenschaftliches Forschungsgebiet und ist umstritten. Und wenn immer von Konsens die Rede ist, kann man nur sagen, Konsens und Wissenschaft passen nicht zusammen. Wissenschaft ist immer ohne Konsens, das sind immer Abweichler und Leute, die nicht im Mainstream Forschungsergebnisse bringen, die eigentlich den wissenschaftlichen Fortschritt voranbringen. Danke. Dankeschön. Herr Köhler stellt die nächste Frage für die FDP, bitte. Genau, einen wunderschönen Nachmittag und Herr Baumgürtel, ich hätte ein paar Fragen an Sie, beziehungsweise zwei oder drei. Wir haben ja jetzt eben sozusagen aus zwei unterschiedlichen Seiten gehört, dass der europäische Carbon Leakage funktioniert. Ulf Sieberg hatte gesagt, dass es keinen Carbon Leakage gab unter dem aktuellen ETS und damit scheint ja der Carbon Leakage Schutz zu funktionieren. Und Frau Zenker hat das ja gerade nochmal sehr, sehr deutlich auch vorgerechnet, was ich sehr spannend fand,
dass Unternehmen sozusagen hoffen darauf, in den europäischen Emissionshandel wechseln zu können. Und Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement, wie ich finde, einen ganz interessanten Punkt gemacht, beziehungsweise zwei interessante Punkte gemacht. Mich würde nochmal Ihre Einschätzung dazu interessieren, wo Sie den größten sozusagen Wechsel hinsehen würden. Ist der innerhalb der EU für Sie? Also würde eher ein Unternehmen aus einem Nachbarland von uns ihre Produktion übernehmen, in Anführungszeichen? Oder wäre das in einem außereuropäischen Land der Fall? Und wenn ja, wie können Sie uns da noch zwei Sachen zu sagen? Und dann hatten Sie, leider nur sehr kurz, weil wahrscheinlich zu wenig Zeit war, den sogenannten intersektorellen Carbon-Leakage-Schutz beziehungsweise das intersektorelle Carbon-Leakage angesprochen. Wenn Sie uns das noch mal ganz kurz vielleicht näher erläutern können, das wäre fantastisch. Ja, vielen Dank, Herr Köhler, für die beiden Fragen. Das erste bezieht sich auf die Wettbewerbssituation. Und in der metallfarbenen Industrie, aber auch in vielen anderen Bereichen, ist es in der Tat so, dass wir in einem innereuropäischen Wettbewerb stehen und natürlich genau geguckt wird von allen Unternehmerinnen und Unternehmern, die Investitionsentscheidungen treffen für einen langen Zeitraum, wo sind die besten Bedingungen? Und für mich persönlich als Unternehmer bin ich auch tätig in Polen, in Benelux und Frankreich, eigentlich typisch die Länder, mit denen wir dann auch unsere Stückkostensituation in Deutschland betrachten müssen. Und die Verschiebung im Bereich der Energiekosten ist natürlich etwas, was bei uns sofort ins Gewicht fällt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mir jetzt die Entwicklung angucke, diesen Alleingang mit dem Emissionshandel, so gut wie der CO2-Preis ist, da geht es auch wieder um die Frage der Umsetzung, dann ist das eine Benachteiligung, die bei mir, wenn ich rational ökonomisch daran gehe, dazu tendiere, dann eher meine Investitionen im Ausland zu tätigen, beziehungsweise in den europäischen Nachbarländern. Wir sind hier noch gebunden, weil eben auch die Kundenstruktur bei uns natürlich im deutschen Markt stark verankert ist. Aber das sind alles nur Fragen von Logistik beziehungsweise von Kostenrechnung am Ende des Tages. Unstrittig, dass die CO2-Bepreisung auf den Herstellungsschritt hier ganz deutlich eine Benachteiligung der deutschen energieintensiven Industrien ist, nicht nur in der Prozesswärme, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Damit sind wir bei dem Thema, wie lenke ich? Ich bin durchaus für einen CO2-Preis. Der kann auch gerne bei mehr als 25 Euro liegen, auch bei 50 Euro. Aber wenn das so wäre, dann wäre meine Erwartung, dass wir dann intersektorielles Carbon Leakage zwischen Wettbewerbsprodukten auch ausschließen. Das heißt, es geht nicht um die Frage, wo wird produziert, sondern am Ende des Tages, was. Und hier möchte ich vor einer Fehlallokation bzw. einer Fehlanreizung warnen. Wenn wir tatsächlich den CO2-Preis nur auf die Herstellung beziehen, werden viele Produkte, die im Grunde genommen eine sogar klimapositive Bilanz nachweisen können, am Ende schlechter gestellt, nicht unbedingt sofort aus dem Markt gedrängt, aber schlechter gestellt gegenüber Produkten, die einfach weniger energieintensiv hergestellt werden, die aber einen deutlich kürzeren Lebenszyklus und möglicherweise eine viel niedrigere Wiederverwertbarkeit am Ende ihres Lebenszyklus nachweisen. Warum sage ich das? Wir haben uns entschieden, vor einigen Jahren schon ein Cradle-to-Cradle-zertifiziertes Unternehmen zu sein. Wir sind energieintensiv, aber unsere Produkte halten für Dekaden, schützen Stahl vor Rost. Es gibt andere Methoden. Solange diese Methoden nicht von einer CO2-Bepreisung auch im Bereich der Nutzung und der Wiederverwertbarkeit erfasst werden, werden diese Produkte, die aus meiner Sicht in der Herstellung zwar energieintensiver sind, aber dem Klima bzw. in der CO2-Bilanz keinen höheren Nutzen abwerfen, werden bevorteilt. Also ich kann nachweisen über EPD, über die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung, dass wir über den Lebenszyklus ein Produkt herstellen, was klimapositiv ist. Aber durch den CO2-Preis, nur bezogen auf die Herstellung, werden wir tatsächlich benachteiligt. Das heißt, solche Produkte, die energieintensiv erzeugt werden, die eine hohe Lebensdauer haben und einen hohen Nutzen, werden im Grunde genommen durch Carbon Leakage bzw. werden durch den CO2-Preis im Grunde genommen in den Bereich des intersektuellen Carbon Leakage gedrängt und möglicherweise dann auch aus dem Markt. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an die Linke. Lorenz Göster-Beutin, bitte. Ja, meine Frage geht an Ulf Siebert. Sie hatten ja eben schon einiges gesagt zur Frage der Sektoren. Vielleicht nochmal zur Konkretisierung, warum genau Sie diese Sektorenliste für unangemessen halten. Welche Vorschläge, das zu ändern oder das zu kürzen, gäbe es aus Ihrer Sicht? Und last but not least, wie stehen Sie denn zur Höhe des Kompensationsgrades? Ja, vielen herzlichen Dank für die Frage. Vorab noch mal eine Bemerkung grundsätzlicher Natur. Also wichtig ist, glaube ich, dass wir verstehen, dass wir die Unternehmen unterstützen müssen bei der Dekarbonisierung
Und wenn Beispiele kommen, dass man da gleich von 0 auf 100 will, weil man gleich 100% dekarbonisieren will, dann ist das natürlich auch nicht ganz richtig. Der CO2-Preis, der ja ansteigt, ist ja auch dazu da, dass die Unternehmen erstmal in eine Teildekarbonisierung investieren können. Und da ist es vor allen Dingen wichtig, dass der CO2-Preis als Belastung Teil der Investitionsplanung dieser Unternehmen wird, damit sie sich sukzessive teildekarbonisieren bzw. dann auf die lange Sicht auch dekarbonisieren. Und das gilt vor allen Dingen für Bereiche wie die Prozesswärme. Wir haben eine Studie ja vom Bundesfinanzministerium gehabt, die das DIW und das IFO in München gemacht haben, die klar gesagt hat, dass es nur sehr wenige Branchen gibt, die tatsächlich einem Carbon Leakage Risiko unterliegen. Da war nur von der Kalkindustrie erstmal im ersten Schritt mit den 25 Euro pro Tonne die Rede und alle anderen Branchen eigentlich gar kein Risiko haben und deswegen auch keinen Ausnahmen unterliegen sollten. Und daraus ergibt sich, dass die Liste, die auf die jetzt die Verordnung zurückgreift, einfach viel zu umfänglich ist und man die Liste eher andersrum aufbauen sollte. Man sollte explizit Branchen und Sektoren ausschließen. Und auch da möchte ich nochmal sagen, Einzelbeispiele dann hochzuskalieren auf ganze Branchen ist ja genau der falsche Ansatz. Und deshalb ist auch die Verordnung von Ihrem Ansatz hier wiederum richtig, dass es eine Einzelfallprüfung geben muss, die für den Einzelfall klärt, muss es eine Beihilfe geben oder nicht. Und diese Beihilfe dann eben auch klar an eine Gegenleistung, nämlich für den Klimaschutz, knüpft. Und Belastung heißt hier im positiven Sinne, Belastung heißt Anreiz, in Klimaschutzmaßnahmen für das Unternehmen zu investieren. Und wenn es eine 1:1-Kompensation oder Kompensationen über 100% sogar gibt, dann ist es kein Anreiz, in Klimaschutz zu investieren. Und dann konterkariert die ganze Verordnung den eigentlichen Gedanken des CO2-Preises, nämlich in Dekarbonisierung, in Energieeffizienz und Erneuerbare zu investieren. Ja, Möglichkeiten gäbe es hier, also die Sektorenliste in § 5 Absatz 1 zu reduzieren anhand des DIW-Gutachtens und auch die Mindestschwellenwerte hochzusetzen, statt runterzusetzen in § 7. Auch damit würden weniger Branchen und einzelne Unternehmen Beihilfe relevant werden. Und die Anwendung der EU-Sektorenliste schafft eben auch keine einheitlichen Wettbewerbsbedingungen für den EU-Emissionshandel und das BAG. Wir haben ja gerade von unterschiedlichen Beihilfehöhen hier schon gehört. Da hat das Öko-Institut auch eine sehr schöne Studie dazu gemacht. Ein Ursprungsentwurf zur BECF enthielt ja den Ansatz, als Kriterien die Emissions- und Handelsintensität jeweils heranzuziehen. Und auch das würde wiederum die Anzahl der beihilfeberechtigten Unternehmen reduzieren. Und das ist aus unserer Sicht gemäß dem Öko-Institut und der DW-Studie auch ein sinnvoller Ansatz, den man auf jeden Fall gehen sollte. Danke. Vielen Dank. Und die letzte in dieser Fragerunde, die letzte Frage kommt von Lisa Badum für die Grünen. Bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben jetzt schon einiges gehört hier in der Runde und ich stimme Frau Zenke absolut zu, dass es nicht um Kleinkram geht, sondern wir wollen mit diesem CO2-Preis nicht irgendwie hier Bürokratie den Firmen aufbürden, sondern tatsächlich eben Lenkungswirkung für den Klimaschutz erreichen. Und es gibt ja auch andere Gruppen, die auch den CO2-Preis zahlen. Da geht es auch um Gerechtigkeit. Und vor diesem ganzen Hintergrund würde ich gerne Frau Schenwick nochmal fragen nach ihrer Gesamtbewertung. Wie effektiv ist dieser CO2-Preis denn mit der vorliegenden Carbon Leakage-Verordnung vielleicht auch wie gerecht? Und welche Schlüsse ziehen Sie aus Ihrer Bewertung? Ja, herzlichen Dank, Frau Badum. Das ist eine spannende Frage, besonders auch der letzte Aspekt der Gerechtigkeit. Da würde ich am Ende drauf eingehen. Ich glaube, dass die vorliegende Verordnung tatsächlich deutlich hinter Ihren Möglichkeiten zurückbleibt. Herr Sieberg hat ja schon aufgeführt, wo die Lenkungswirkung überall beeinträchtigt wird. Wir haben das kam ja auch in den Kritiken der anderen Sachverständigen, wurde das deutlich. Wir haben eine sehr große Komplexität der Entlastung, ein sehr hohes Niveau insgesamt, sehr hohes Entlastungsniveau und damit
wirkt die Lenkungswirkung oder kommt die Lenkungswirkung eben nicht zum Tragen, besonders wenn man eben auch darauf schaut, dass wir ja im Moment zumindest noch einen relativ moderaten Preisentwicklungspfad überhaupt nur haben. Also dieser Push, diese Initialzündung, die man in Richtung Klimaschutz damit erreichen wollte, die wird dadurch ganz stark eingedämmt. Sehr wichtig und finde ich auch nochmal zu betonen ist, also wir sprechen viel über Wettbewerbsnachteile, worüber wir gar nicht sprechen oder zu wenig sind die Wettbewerbsnachteile für Unternehmen, die sich schon auf den Weg gemacht haben und zwar ganz ohne CO2-Bepreisung, die bereits deutlich in Energieeffizienz und klimafreundliche Prozesse investiert haben. Die werden im Prinzip jetzt schlechter gestellt, dadurch, dass sie unter diese ganzen Regelungen im Zweifelsfall nicht mehr fallen, weil sie bestimmte Schwellwerte nicht erreichen oder Ähnliches. Das ist tatsächlich auch sozusagen jetzt erstmal innerhalb des Sektors nicht so wirklich gerecht und beeinträchtigt die Lenkungswirkung oder beeinträchtigt auch tatsächlich Vertrauen in die, ich sage jetzt mal, in die tatsächliche politische Marschrichtung. Weil der Vergleich zum EU-ETS schon ein paar Mal gekommen ist, würde ich da gerne darauf eingehen. Zum einen mit Blick auf zum Beispiel das Thema freie Zuteilung. Auch das ist ja durchaus in der Kritik und wurde bereits vom Europäischen Gerichtshof gerügt. Das heißt, ich finde, das ist kein ganz angemessenes Vergleichsmoment, wenn wir jetzt auf die leicht anderen Regelungen auf der nationalen Ebene schauen. Ganz abgesehen davon, dass es noch ein paar andere Kritikpunkte gibt, warum natürlich diese beiden Instrumente nicht eins zu eins miteinander vergleichbar sind. Was man auch bedenken muss, ist die Tatsache, also diese nicht mehr vermeintlich sehr leichte Fluktuation von Produktionsprozessen ins europäische Ausland. Es gibt nennenswert viele europäische Mitgliedstaaten, die längst auch eigene nationale Regelungen für die CO2-Bepreisung im Bereich Brennstoffe und Wärme und Verkehr haben. Das heißt, die muss ich natürlich auch ins Kalkül ziehen, wenn ich quasi dieses Risiko der Abwanderung mitbewerte. Was mir etwas auffällt, ist, dass diese ganze Debatte, also das passt auch gut zu dem Verfassungsgerichtsurteil von letzter Woche, die ganze Debatte ist so ein bisschen absurd, wenn ich das mal so sagen darf, mit Blick auf die Betonung, dass ja auch über viele Fraktionen, so ist meine Wahrnehmung, die Betonung des CO2-Preises als wesentliches Instrument für den Klimaschutz. Das wird dadurch ein Stück weit konterkariert, was wir hier heute diskutieren, denke ich. Zum einen nehmen wir eben wichtige Sektoren, die auch Auswirkungen haben, die im Emissionsverhalten tatsächlich oder die das Emissionsniveau deutlich mitsenken können, indem wir dort eben nicht die Lenkungswirkung sich entfalten lassen, nehmen wir die ja aus der Dynamik raus. Ich würde hier an der Stelle ganz gerne mal kurz aus dem BEHG selbst zitieren. Paragraph 11 Absatz 3 steht dort nämlich zum Thema Carbon Leakage, das ist die Verordnungsermächtigung, steht dort nämlich, die Maßnahmen sollen vorrangig durch finanzielle Unterstützung für klimafreundliche Investitionen erfolgen. Vorrangig. Das, was wir jetzt im Moment sehen, ist ja, dass die Gegenleistungen im Prinzip diese Intention ein Stück weit abdecken. Da haben wir einige Vorbehalte drin, was die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen betrifft. Die Maßnahmen sollen sich nach gut der Hälfte ihrer geplanten Lebensdauer bereits rentieren. Ansonsten müssen sie nicht getätigt werden. Also ich glaube, da ist noch einiges an Push-Effekt drin, an Möglichkeit, um tatsächlich hier mehr Lenkungswirkung zu erreichen. Und wenn deine Uhr stimmt, ist meine Zeit vorbei. Deswegen würde ich damit jetzt erstmal schließen. Vielen Dank. So ist es, Frau Schenwitt. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die zweite Frage- und Antwortrunde. Wir beginnen wieder mit der Union. Frau Weisgerber, bitte. Ich habe eine Frage an den Herrn Dr. Buttenberg. Sehr geehrter Dr. Buttenberg, Sie repräsentieren ja ein deutsches Stahl-Walz-Unternehmen, dass er auch weitere Standorte im EU-Ausland hat, aber auch anders auf anderen Kontinenten. Was bedeutet die vorliegende Verordnung für Ihr Unternehmen? Wie bewerten Sie die Regelung zur nachträglichen Anerkennung, um auf die Carbon Leakage Liste im Nachhinein zu kommen? Wie bewerten Sie die Regelungen zur Entlastungshöhe und zur Gegenleistung? Da würde mich Ihre Ansicht interessieren. Ja, was bedeutet die BECV für unser Unternehmen? Zu Beginn muss man sagen, Welsholz wäre nach Stand heute nicht von der Sektorenliste erfasst.
Deswegen belastet das BEAG unser Unternehmen in diesem Jahr mit 1,5 Millionen Euro und in 2026 mit 3,8 Millionen Euro konjunkturelle Ähnlichkeit vorausgesetzt. In 2026 entspricht dieser Betrag 75 von aktuell 1.550 Arbeitsplätzen oder als anderer Vergleich 14% der jährlichen Investitionssumme. Braucht, glaube ich, nicht zu erwähnen, dass ich mich diesen 75 Arbeitsplätzen durchaus verpflichtet fühle. Bis 2026 kumuliert sich diese Belastung auf 15 Millionen Euro. Bis 2030 erwarten wir aufgrund verschiedener, sagen wir, gutachterlicher Bewertungen, was nach 2026 kommt, eine kumulierte Belastung von 45 Millionen Euro, was ungefähr anderthalb Investitionsjahren entspricht. Wir investieren als Unternehmen ohnehin schon mehr als unsere Wettbewerber, um unseren internationalen Wettbewerb standhalten zu können. Dieser Faktor gegenüber dem Wettbewerb ist circa ein Faktor 2. Wir sind aktuell in der Planung, eine bestimmte Anlagenkapazität zu verdoppeln, um die E-Mobility mit den entsprechenden Stahlwerkstoffen zu versorgen. Erwähnen sollte man, dass diese Anlage bei Verfügbarkeit anstelle von Erdgas auf Wasserstoff verbrennen könnte. Aber wir zögern, weil wir eben keine Rechtssicherheit in Bezug auf Entlastung oder Entlastungshöhe haben. Braucht nicht zu erwähnen, diese Investition ist so groß, dass ein Misserfolg die Existenz unseres Unternehmens durchaus gefährden würde. Wenn entsprechend die BECV zu unsicher und in ihrer Höhe nicht ausreichend ist, ist es vermutlich so, dass wir diese Investition in Deutschland nicht durchführen können. Die wesentlichen Wettbewerber liegen in Belgien, Frankreich, Österreich, Slowakei oder in Fernost. Deswegen, wir brauchen für diese Investitionsentscheidung eine unmittelbare und rechtssichere Anerkennung, das heißt einen Platz auf der Sektorenliste. Wie alle Investitionsentscheidungen eben grundsätzlich rechtssichere Rahmenbedingungen bedürfen, weil diese Entscheidungen ansonsten die Unternehmensexistenz im Sinne der Eigentümer, im Sinne der Belegschaft oder auch im Sinne der Region gefährden würden. Die nachträgliche Anerkennung, wenn sie denn käme, würde zumindest Entscheidungen deutlich verzögern und große Hersteller für den Powertrain von Elektroautos dazu bewegen, ihre Aufträge unter Umständen eben im Ausland und dann sicherlich eher im asiatischen Ausland zu platzieren. Selbst wenn die Entlastung, wenn Welzholz auf der Carbon Leakage Liste aufgenommen wird, wird eben die Entlastung nicht mal 50% betragen. Und das muss man sagen, ohne dass eine Ausweichmöglichkeit besteht. Wir verbrennen Erdgas, das ist der effizienteste fossile Brennstoff. Und ich kann eben nicht auf einen alternativen Brennstoff ausweichen. Das heißt, eine Investition in Effizienzen findet nicht an der Stelle statt, wo die Produktkosten entstehen. Auch wenn das gerade eben mal negiert wurde, sind wir in der Belastung, wären wir immerhin noch 40% oberhalb des durchschnittlichen ETS-Unternehmens. Die fehlende Definition eines für uns anwendbaren Produktbenchmarkes empfinden wir eben auch als ungerecht. So beträgt nämlich der lineare Kürzungsfaktor im EU-ETS der Produkte der Stahlindustrie, die im ETS ist, 0,2. Und der auf uns angewendete Brennstoff-Benchmark ist mit 1,6% pro anno belastet. Man darf nicht vergessen, dass der Status quo darauf aufsetzt, dass die letzten 15 Jahre bereits eben eine Degradation stattgefunden hat. Weil eben diese Umstellung auf einen grünen Wasserstoff derzeit technisch gar nicht möglich ist, schlagen wir eben vor, die Höhe der Entlastung zu überdenken und zum Beispiel den Kompensationsgrad von der Verfügbarkeit eines alternativen Brennstoffes abhängig zu machen. Braucht nicht zu erwähnen, dass man als Kaltwalzunternehmen jetzt sich nicht technisch in der Lage ist, einen alternativen Rohstoffmarkt zu entwickeln oder auch die dafür notwendigen Infrastrukturen im Land zu bauen. Das ist, ich sage jetzt mal, wie Autobahnen, gewisses Maß an Daseinsvorsorge. Die Gegenleistungen führen dazu, dass die Entlastung tatsächlich auf dem Kunden... Sie müssen ein bisschen kürzen jetzt eventuell. Ja, die komme ich direkt zum Fazit. Für mich ist einfach so, die nachträgliche Anerkennung ist für unser Unternehmen schädlich.
Die derzeitige Belastungshöhe, die aus dem Gesetz ergibt, ist sehr hoch, zu hoch und würde uns im Wettbewerb blockieren. Und die Gegenleistungen verfolgen den eigentlichen Entlastungsgedanken in der PNL nicht. Dankeschön. Danke. Danke Ihnen. Herr Gremmels, Ihre Frage bitte. Ja, meine Frage richtet sich an Herrn Bartels von der IGBCE. Es ist ja so, dass die CO2-Kosten über die Carbon-Leakage-Verordnung weitestgehend erstattet werden und die Absenkung bei der EEG-Umlage jedoch nicht verrechnet wird. Haben Sie da vielleicht die Hoffnung, dass die Energiekosten für Unternehmen im internationalen Wettbewerb sich in den nächsten Jahren sogar reduzieren und sinken könnte? Und eine zweite Frage, wie bewerten Sie, dass die Kompensationszahlung weitestgehend für Investitionen in den Klimaschutz aufgebracht werden müssen? Ist das in Ihrem Sinne? Das wären meine zwei Fragen an die IGBC. Ja, vielen Dank. Zur ersten Frage ist zu erwarten, dass Energiekosten sinken. Nein, ist es nicht. Und das Problem an der Stelle ist ja nicht die absolute Höhe der Energiekosten, sondern die relative. Im Verhältnis zur Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, im Verhältnis zu den Belastungsregelungen in Wettbewerbsregionen. Das ist ja genau das, worum es bei der Verordnung, über die wir heute sprechen, schon vom Namen her geht, die Vermeidung von Carbon Leakage. Carbon Leakage ist auch das Gegenteil von Lenkungswirkung. Wenn, das ja keiner will, das BEAG dazu führen würde, dass die gleichen energieverbrauchenden Prozesse nur an Orten stattfinden, wo es eben keine Bepreisung von CO2 gibt, dann ist die CO2-Lenkungswirkung gleich null. Wenn es gelingen würde, einen einheitlichen CO2-Preis zu haben, dann ist die Lenkungswirkung optimal. Dass wir davon global erstmal nur träumen können, weiß ich. Dass selbst ein einheitlicher oder vergleichbarer CO2-Preis auf G20-Ebene ziemlich fern ist, wissen wir auch. Obwohl ich das nicht mehr für völlig utopisch hielte. Selbst ein einheitlicher CO2-Preis, sagen wir, der 5 größten Emittenten, ist nicht in Sicht. Was wir aber haben, ist innerhalb der Europäischen Union der einheitliche CO2-Preis für die Industrieunternehmen, die unter das EU-ETS fallen. Selbst diese Vergleichbarkeit fehlt aber beim BEAG. Das heißt, kein Carbon-Leakage-Schutz, solange wir keine vergleichbare Bepreisung in Wettbewerbsregionen haben und damit umgekehrt eigentlich der Anspruch an mindestens den Carbon-Leakage-Schutz, den das EU-ETS bietet, auch für die nationale Ebene. Was die Frage angeht zur Kostensenkung in Zukunft und Liquidität, das ist der Paragraph 13 in der Verordnung. Da ist das Problem in der Nachträglichkeit der Beihilfen, die den Unternehmen gewährt werden sollen. Den Unternehmen sollte durch das BEAG eben keine Liquidität entzogen werden, so wie ja auch den EU-ETS-Anlagen mit freier Zuteilung ex ante keine Liquidität für eine Zwischenfinanzierung von Zertifikaten entzogen wird. Und solange das nicht geht, brauchen die betroffenen Unternehmen unterjährige Abschlagszahlungen oder wenigstens zinsfreie Liquiditätshilfe. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt geht das Fragerecht wieder an die AfD. Herr Hilse, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es ist heute schon mehrmals angesprochen worden, dass aus meiner Sicht zumindest katastrophale Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
In der Presse wird teilweise zumindest davon geschrieben, dass sich das Gericht quasi selbst delegitimiert hat. In dem Urteil werden massive Freiheitsbeschränkungen, ja, in dem das Gericht, Bundesverfassungsgericht ist dazu da, um die Regierung zu kontrollieren. Und wenn in dem Urteil drinsteht, dass in Zukunft alle Maßnahmen, freiheitsbeschränkende Maßnahmen durchgewunken werden, förmlich, dann ist das aus meiner Sicht katastrophal. Gut, in dem Urteil werden massiv Danke, dass ich das Wort habe. Werden massive freiheitsbeschränkte Maßnahmen legitimiert. In der Urteilsschrift beruft man sich auf das sogenannte Paris-Ziel, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Es wird also kein konkreter Temperaturausgangswert genannt, sondern letztendlich nur das vorindustrielle Niveau. Ist das aus Ihrer Sicht, Herr Professor Lüdicke, genau genug angegeben? Vor allen Dingen, wie kann man ein solches Ziel dann letztendlich überprüfen oder kann überprüfen, ob man diesem Ziel näher gekommen ist, ob man es erreicht hat oder wie auch immer, wenn also kein konkreter Temperaturausgangswert genannt wird? Ja, danke für die Frage, aber vielleicht erlauben Sie, dass ich nicht direkt darauf antworte. Man kann es natürlich nicht. Was feststeht, ist das, was wir heute erleben, weit im natürlichen Klimaänderungsbereich liegt. Und ich frage ich mal alle, die heute hier anwesend sind und auch die Mittelständler, die Verantwortung tragen. Wir machen hier oder Sie planen hier irrsinnige Maßnahmen, sehr teure Maßnahmen, alles okay, um die Welt zu retten. Jetzt frage ich Sie, was passiert denn, wenn sich in 4, 5 Jahren herausstellt, dass alles umsonst war, dass die ganze Geschichte nicht stimmt? Gut, vielleicht mal etwas allgemeiner. Was, wovon hier die Rede ist oder was auch eine Alternative ist, man könnte ja auch anpassen. Man könnte ja alles, was wir hier so machen, an die Natur anpassen. Die Holländer machen das seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Sie erhöhen ihre Deiche. Und das ist genau das, was die Menschheit bisher immer gemacht hat und das, was auch der deutsche Mittelstand eigentlich macht. Er passt sich an, schaut die besten Nischen raus, versucht Geld zu verdienen und zahlt Steuern. Mit dem, was hier passiert jetzt, machen wir den deutschen Mittelstand kaputt. Das ist Ihnen doch hoffentlich klar. Das kam ja schon aus den vorsichtigen Fragen hier doch deutlich hervor. Die andere Seite ist das grundsätzliche, Brachialgewalt, die Lenkung, wird ja immer die Rede, Lenkung, CO2-Lenkung, Planwirtschaft, Strafen, Kommunismus und so weiter. Damit machen sie unsere Wirtschaft kaputt und zwar völlig überflüssig, denn die anderen Länder wie China oder so, die lachen sich eins ins Fäustchen. Das heißt, der Mittelstand wird verschwinden. Es gibt nur noch Großunternehmen. Ich will es kurz machen. Wir werden zu einer Art neuen DDR. Wollen Sie das? Ich danke Ihnen. Dankeschön. Jetzt hat das Fragerecht die FDP. Herr Köhler, ich gehe davon aus, dass Sie eine Frage zur vorliegenden Verordnung haben. Sie haben das Wort. Ja, in der Tat. Herr Baumgürtel, ich würde Sie nochmal ein paar Sachen fragen wollen. Und zwar ist ja das Bundesverfassungsgericht jetzt ein paar Mal genannt worden. Das Bundesverfassungsgericht sagt ja sehr klar, wir brauchen Planbarkeit, wir müssen CO2 nutzen und ausstoßen, das müssen wir heute und in Zukunft tun können, weil das eng mit dem Freiheitsbegriff, mit dem Nutzungsbegriff verbunden ist. Es sagt ja nichts darüber, wie unsere Maßnahmen vor 2030 aussehen, sondern dass wir ab 2030 einen klaren Senkungsgrad brauchen. Jetzt hatten Sie eben schon angesprochen, dass Sie eine CO2-Bepreisung sehr gut finden, finde ich auch extrem wichtig, insbesondere über den europäischen Emissionshandel. Und Sie hatten darauf verwiesen, dass Sie ja sozusagen sowieso schon auf einem Pfad deutlicher Energieeffizienzsteigerung sind. Ich kann mir vorstellen, ich würde das als polemische Frage vorwegstellen, haben Sie ein großes Interesse daran, Energie zu verschwenden, beziehungsweise tun Sie das? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Sollte die Antwort nein sein, würde mich interessieren, ob Sie, wie Sie diesen Investitionsfokus beziehungsweise die Notwendigkeit in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren sehen, der in der Carbon-Leakage-Schutzverordnung festgehalten ist. Sie hatten das ganz kurz ausgeführt eben und mich würde da noch ein bisschen mehr zu interessieren, wie Sie das für sich, vielleicht für Ihre Branche oder allgemein wirtschaftlich sehen würden. Das Mikrofon ist noch aus. Wir können
können gerade nichts hören. Woran liegt's? Wir halten die Uhr natürlich an. So funktioniert es jetzt? Ja, wunderbar. Wunderbar, ja. Dann fange ich nochmal neu an. Ich habe aber sehr gut verstanden, was Herr Köhler fragen wollte. Vielen Dank für die Frage. Natürlich sind wir als energieintensiver Mittelstand immer sorgsam mit Energie in der Vergangenheit umgegangen. Wir tun das heute und machen das auch morgen. Und natürlich haben wir auch das Interesse, unseren Beitrag zu leisten über den Einsatz kohlenstofffreier Energien. Der Kollege von der Firma Welsholz hat ja schon die Wasserstoffoption für die Prozesswärme, also den Switch von Erdgas auf Wasserstoff angesprochen. Das muss nur im Grunde genommen möglich gemacht werden. Also wir reden letztendlich darüber, dass nicht nur die Prozesswärme, die jetzt hier als Industriesektor umfasst ist, sondern eigentlich alle Industrieunternehmen, auch die unter dem EU-ETS heute erfasst sind, mit Sicherheit Strategien und Überlegungen haben, wie sie mit Energie effizient umgehen. Und auch dafür sorgen werden, dass der Energieeinsatz in der Herstellung dann tatsächlich auch kohlenstofffrei erfolgen kann. Dazu gibt es unterschiedliche Optionen. Für die Prozesswärme, da sind wir sehr nahe dem Stahlbereich, ist das die Frage des Switches von Erdgas auf Wasserstoff. Und das ist der Weg, den wir gehen wollen. Dazu bedarf es Investitionen. Und ich will nicht verhehlen, wir sind kein großer Stromverbraucher. Das heißt, die Kompensation sollten wir von der Carbon Leakage Verordnung nicht erfasst werden. Auf der Stromseite, die wir bekommen würden über erneuerbare Energien, wäre minimal. Das ist überhaupt gar kein Ausgleich. Das heißt, ich hätte mir gewünscht, das Einkommen, das geschaffen wird durch die CO2-Abgabe in Höhe von 25 Euro pro Tonne, würde sozusagen in einen Fonds fließen und würde den Unternehmen, die energieintensiv sind, die sozusagen das auch bezahlen, würde denen dann zur Verfügung gestellt werden, die tatsächlich konkrete Investitionen haben, um tatsächlich CO2 einzusparen beziehungsweise auf kohlenstofffreie Energieträger umzustellen. Wir gehen ein solches Projekt mit Investitionen schon im nächsten Jahr an. Das heißt, technisch ist sowas möglich. Woran es heute scheitert, ist die Verfügbarkeit von Wasserstoff. Und mit Initiativen, das ist ein anderes Thema vielleicht, aber es gehört in die Energiefrage mit rein. Wir brauchen einen globalen Energiemarkt, auch für Wasserstoff, vor allen Dingen für Wasserstoff, um tatsächlich Alternativen zu schaffen. Und dann werden Sie sehen, werden sich ganz schnell Industrie und auch Gesellschaft dahinter versammeln, dass wir versuchen, mit Energie nicht nur sorgsam umzugehen, sondern tatsächlich auch kohlenstofffreie Energieträger einzusetzen. Vielen Dank. Dankeschön. Die nächste Frage hat Lorenz Göster-Beutin. Bitte. Ja, kurz und knapp. Was halten Sie von dem Vorwurf, dass die Nachweispflichten zu komplex und auch zu bürokratisch sind? Ich nehme an, dass ich gefragt bin. Entschuldigung, Ulf Sieben. Ja. Vielen Dank für die Frage. Also der Vorwurf, dass jetzt die Prüfung der Einzelfälle zu bürokratisch sei, der kommt natürlich immer wieder. Dabei gerät allerdings aus dem Blick, dass ja die Wahl für mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz und damit mit einem Gesetz mit anhängenden 13 Rechtsverordnungen ja insgesamt erst die ganze Bürokratie schafft. Also wir hätten mit einer CO2-basierten Energiesteuerreform, so wie sie in 12 anderen EU-Mitgliedstaaten gibt. Kein einziger Mitgliedstaat in der EU hat sich dort für ein Brennstoffemissionshandelsgesetz ausgesprochen. Hätten wir das Ganze wesentlich unbürokratischer machen können. Und deswegen ist nicht die Einzelfallprüfung jetzt bürokratisch. Wir prüfen ja bei jedem Fördermittelantrag am Ende auch, ob das Unternehmen oder auch die Einzelperson, die Privatperson förderberechtigt sind. Auch da entsteht eine gewisse Bürokratie, sondern es ist der Ansatz des Brennstoffemissionshandels, der aus rein politischen Erwägungen, das Ganze durfte nicht CO2-Steuer genannt werden, am Ende den Zuschlag erhalten hat. Und deswegen sind nicht die Nachweispflichten bürokratisch, sondern es ist das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Dazu muss man sagen, je weniger Ausnahmen es gäbe, desto unbürokratischer wäre es natürlich. Jetzt bläht man aber mit der Sektorenliste und mit der qualitativen Prüfung dann im Nachgang gegebenenfalls ja noch weitere Ausnahmen auf. Und das wird dann natürlich auch allein dadurch, indem mehr
Unternehmen und Branchen beihilfeberechtigt sind, alles noch wesentlich bürokratischer. Und dabei gerät natürlich auch wieder aus dem Blick, dass jede Ausnahme und die damit verbundene Bürokratie eben die Wettbewerbsfähigkeit dieser einzelnen Unternehmen nicht stärkt. Und es gibt natürlich, wie hier auch ja zugegen, bestimmte Unternehmen oder auch ganze Branchen wie Stahl, die durchaus Unterstützungshilfen benötigen. Das BMU hat ja deswegen jetzt auch Carbon Contracts for Difference ein Programm aufgelegt, das mit Sicherheit jetzt in der Summe noch nicht ausreicht. Aber von diesen Branchen wie Stahl oder einzelnen Unternehmen immer hoch zu skalieren und deswegen die Ausnahmen und damit die Bürokratie unendlich aufzublähen, ist der falsche Ansatz. Und es ist natürlich richtig, dass bislang der Carbon Leakage Schutz auch funktioniert hat, wie ich das schon gesagt habe. Nur bekommen wir natürlich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aller spätestens jetzt noch mal ganz andere Anforderungen an diese Unternehmen. Und das bedeutet nun mal, dass wir viel schneller auch teildekarbonisieren müssen, wie beispielsweise im Prozesswärmebereich, wo ja die Regel bislang galt, never change a running system. Das ist auch nicht mal eben so schnell ins Ausland verlagert, Prozesswärmebereiche. Das heißt, hier muss man jetzt sukzessive in Teildekarbonisierung investieren und deshalb muss der CO2-Preis für diese Branchen auch gelten, damit diese Unternehmen Anreize haben, in Teildekarbonisierung zu investieren, um gleichzeitig parallel mit Unterstützungszahlungen diesen Unternehmen unter die Arme zu greifen und diese Teildekarbonisierung und Volldekarbonisierung dann perspektivisch auch zu vereinfachen und damit sie auch die Gegenleistungen plus zusätzliche Investitionen tätigen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit und damit die zunehmenden Risiken, die ihre Geschäftsmodelle haben, zu umgehen und weiter in unserem Land zu produzieren. Dankeschön. Und damit zu den Grünen. Lisa Badum, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte wieder Frau Chenoweth fragen. Und zwar haben wir die Situation, dass fast 50% des CO2-Ausstoßes im Bereich Verkehr und Wärme von Unternehmen kommt, auf Unternehmen entfällt. Dennoch haben Sie vorhin davon gesprochen, dass Unternehmen durch diesen CO2-Preis in Summe sogar durch 2 Milliarden entlastet werden. Ich betone entlastet werden. Auf der anderen Seite sollen Verbraucherinnen und Verbraucher selbstverständlich den vollen CO2-Preis zahlen. Und wir haben hier in der Runde Forderungen gehört, sogar noch mehr Ausnahmen für Unternehmen hier reinzubringen. Welche Maßnahme sehen Sie im Gegenteil als wichtig an, um diese Verordnung zu verbessern und ökologischer und gerechter zu machen? Ja, vielen Dank, Frau Badum. Also tatsächlich ist es völlig richtig, die Entlastung der einen ist die Belastung der anderen. Also die Entlastung, die ich vorhin erwähnt hatte, resultiert ja aus der allgemeinen Einnahmenverwendung der CO2-Bepreisung, die zur Strompreissenkung, also zur Senkung der EEG-Umlage und dann zur Strompreissenkung verwendet wird. Und wir haben eben den Umstand, dass in aller Regel, da mag es einzelne Branchen geben, die davon abweichen, aber eben in aller Regel in der Industrie anteilig mehr Strom als Brenn- und Kraftstoffe verbraucht werden, anders als zum Beispiel in Haushalten. Und wir dadurch eben allein durch diese Maßnahme schon ein Shift von Geldmengen in diese Richtung haben. Interessant übrigens, dass über die Wirkung dieser Entlastung keiner meiner Vorredner oder der Diskutanten heute eine Anmerkung verloren hat, weil die natürlich auch in das Gesamtgefüge der Kostenstruktur einzurechnen sind. Wenn wir uns mal die Gegenseite anschauen, also einfach jetzt nochmal auf das ganze Konstrukt der CO2-Bepreisung, haben wir ja eine ähnliche Verordnungsermächtigung wie für das Thema Carbon Leakage zum Thema Heizkostenverordnung. Soweit ich informiert bin, wird darüber im Moment noch nicht mal verhandelt. Also so ein bisschen auch mit Blick auf den Gerechtigkeitsaspekt, den Sie angesprochen haben, denke ich, ist das wichtig, auch einfach zu schauen, wo vielleicht auch die Belastungen halt hin verschoben werden und wie diese Akteursgruppen eben auch vertreten sind und ja auch durchaus heterogen ja in ihrer Leistungsfähigkeit, in ihrer finanziellen darzustellen sind. Ich würde noch kurz auf zwei Aspekte eingehen. Einmal den Faktor Bürokratie. Da muss ich ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Einschätzung von Herrn Sieberg teile, weil wenn man mal schaut, wie lang die Listen
der Nutznießer sind, die sich ja diesen ganzen Bürokratieaufwand dafür antun, zum Beispiel im Bereich besondere Ausgleichsregelungen und auch in anderen entsprechenden Regelungen, dann glaube ich, ist das tatsächlich ein Faktor, der durchaus bewältigbar ist. Und das spricht eben ganz deutlich dafür, dass die Verordnung an der Stelle in den genannten Punkten, ich würde sie jetzt nicht nochmal wiederholen, durchaus quasi auch in sich noch verbessert werden kann, ohne dass man jetzt quasi sie komplett neu erfinden müsste. Und einen kurzen Verweis würde ich gerne noch loswerden, weil es jetzt auch mehrfach angesprochen wurde zum Thema Prozesswärme. Also nur zur Sicherheit, grüner Wasserstoff ist nicht die einzige Technologiealternative. Da würde ich Sie alle gerne verweisen auf zum Beispiel eine Untersuchung, die das Bundeswirtschaftsministerium hat anstellen lassen. Die ist im Februar 2020 veröffentlicht worden, Energiewende in der Industrie. Da gibt es quasi eine ganze Technologieübersicht zum Thema Prozesswärme und auch die Internationale Energieagentur, die jetzt ja sozusagen nicht aus der grünen Ecke kommt, hat schon 2015 einen längeren Leitfaden zum Thema Planung von solarthermischer Prozesswärme veröffentlicht. Also ich glaube, wenn man sich die vorhandenen, es geht da nicht um neue oder noch zu erforschende Technologieoptionen, wenn man sich die vorhandenen Technologieoptionen mal anschaut, da gibt es schon Möglichkeiten, also so alternativlos ist die Welt zum Glück nicht. Ich bin da sehr froh drüber, weil das eben auch bedeutet, dass die Implikationen, die aus dem Urteil letzte Woche resultieren, da schließe ich wieder den Bogen zurück zu meinem Eingangspunkt, also über wessen End- und Belastung sprechen wir hier und wie gerecht ist das tatsächlich, dass wir da tatsächlich durchaus energischer vorgehen können. Wir können dafür die vorhandenen identifizierten Regelungen nutzen. Wir können die Gegenleistung zu einem wirksameren Tool machen. Der Wirtschaftlichkeitsvorbehalt muss nicht so exorbitant hoch sein, dass ich sozusagen nur mit Maßnahmen, die sich mehr als die Hälfte ihrer Lebensdauer rentieren, also absolut profitabel sind, dass ich nur damit Klimaschutz betreiben darf. Da darf man sich fragen, tatsächlich, warum diese Maßnahmen nicht auch heute schon längst durchgeführt werden und der öffentlichen Förderung bedürfen. Also ich glaube, der Handlungsspielraum ist deutlich größer, als er hier bis dato heute so diskutiert wurde. Vielen Dank. Dankeschön. Wir sind am Ende der zweiten Runde, da verschiedene Sachverständige ihre 5 Minuten nicht ganz ausgeschöpft haben. Haben wir jetzt noch Zeit für eine nur ganz leicht verkürzte dritte Runde? Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Wir können noch mit 4 Minuten pro Fraktion die dritte Runde machen. Anja Weisgerber, bitte. Dann geht meine dritte Frage an den Herrn Dr. Brinkjans. Der Gartenbausektor ist ja, Sie haben es gesagt, überwiegend mittelständisch geprägt und auch im hohen Maße von der CO2-Bepreisung im Bereich der Prozesswärme betroffen. Wie sehen Sie die Chance, dass Gartenbaubetriebe laut dem vorliegenden Entwurf auf die erweiterte Carbon Leakage-Liste dann kommen kann? Das ist ja damit eigentlich auch bezweckt, dass solche Betriebe die Chance haben, dadurch draufzukommen. Und wenn dies der Fall ist, wird die zu erwartende Höhe der Kompensation dann ausreichen, um auch mit den ausländischen Unternehmen im Wettbewerb mithalten zu können? Ja, vielen Dank, Frau Dr. Weisgerber, für die Frage. Sie sprechen explizit den Gartenbau an. Und wichtig für uns war ja, dass wir auch im Anerkennungsverfahren dann als Aufnahme für als weiterer Sektor auf die Liste kommen können. Grundsätzlich erstmal sind wir ja nicht drauf. Wir müssen also dieses Antragsverfahren durchlaufen, damit der Gartenbau als Sektor aufgenommen werden wird. Das ist positiv erreicht worden grundsätzlich mit den Regelungen zu Paragraph 19, insbesondere zum einen mit dem Verweis auf die Klassifizierung der landwirtschaftlichen Betriebe, weil wir ja grundsätzlich erstmal die Schwierigkeit haben, als Nahtseesektor nicht eindeutig identifiziert zu sein. Und der zweite Faktor ist, dass es Ausnahmen gibt und es dann ausreicht, dass ein Antragsteller den höchsten Umsatzanteil repräsentieren muss. Aber da liegt dann das nächste Problem, dass wir als Antragsteller den höchsten Umsatzanteil nachweisen müssen, sowohl unserer Mitglieder wie auch in der Branche, den Umsatzanteil in der Branche. Und damit haben wir zwei Probleme. Einmal, dass die Statistiken, die verfügbaren, diese eindeutigen Unterscheidungen nicht hergeben. Wir müssen also Herleitungen treffen. Und das andere ist das grundsätzliche Problem, dass wir als Verband natürlich keine Kenntnis der Umsatzzahlen unserer Mitglieder haben. Wir müssen diese also erst grundsätzlich
erheben mit den allen Schwierigkeiten der Rückläufe, die dann kommen werden. Hinzu kommt dann noch die Schwierigkeit, dass wir laut § 19 Absatz 3 separate Anträge für unseren kleinen Sektor stellen müssen unter Glas-Zierpflanzenbau, unter Glas-Gemüsebau und Pilzzuchtbetriebe. Und daraus ergeben sich für uns dann eigentlich zwei Forderungen. Erstens, es muss im Verfahren sichergestellt werden, dass plausible Herleitungen im Anerkennungsverfahren akzeptiert werden. Sollten konkrete Nachweise zu Umsatzstatistiken und Umsatzzahlen gefordert werden, könnte dies unter Umständen dazu führen, dass ein Antrag abgelehnt würde. Und als zweitens, natürlich aus Vereinfachungsgründen, sollte es, wie wir es auch für richtig erhalten, für den Unterglasgartenbau einen Antrag ausreichen, ohne weitere Aufteilung und Aufsplittung in Subsektoren. Dann, Sie sprachen die Beihilfehöhe an. Das haben etliche Vorredner, vor allem Herr Flechtner auch und Herr Dr. Buddenberg angesprochen. Diese Beihilfehöhe ist aufgrund der vielen Kürzungsfaktoren bei uns natürlich massiv reduziert gegenüber den zusätzlichen CO2-Kosten. Vor allem sind hier aus unserer Sicht die kleinen Betriebe, die kleinen Unternehmen im Übermaß betroffen. Wir landen in der Entlastungshöhe, so unsere ersten Berechnungen beispielhaft, meist nur im Rahmen von 10 bis vielleicht maximal 40% der CO2-Kosten. Und die kleineren Unternehmen, das muss man hier betonen, liegen da immer in den unteren Regionen. Und hier wirken neben dem Brennstoffbenchmark natürlich vor allen Dingen die niedrigen Kompensationsgrade und auch der Selbstbehalt von 150 Tonnen CO2, der unabhängig von der Unternehmensgröße für alle gleich gilt. Der Kompensationsgrad sollte also angehoben werden und der Selbstbehalt sollte zumindest für kleine Unternehmen differenziert wesentlich niedriger gestaltet werden, weil er natürlich in den ersten Schritten im Übermaß zur Reduktion führt. Ja, mit überzogenen Kürzungen, und darauf muss man nochmal hinweisen. Ja. Ja, ich mache einen Punkt. Vielen Dank für den Hinweis. Wir wollen den Strukturwandel nicht verstärken durch diese Regelung. Deshalb brauchen wir Entlastung für unsere kleineren Unternehmen. Vielen Dank. Dankeschön. So, Herr Hilse, bitte. Nee, Herr Gremmels, Herr Gremmels. Nächste Frage. Danke, Frau Vorsitzende. Zunächst mal nochmal, um klarzustellen, wenn die Wirtschaft entlastet wird, dann müssen auch die Mieterinnen und Mieter entlastet werden. Und ich bin sehr sicher, dass die Koalition noch in dieser Wahlperiode eine entsprechende Regelung trifft, um da jetzt alle Irritationen zu vermeiden, wollte ich das hier nochmal klarstellen, weil hier eben gerade im Raum was anderes dargestellt worden ist. Meine Frage richtet sich an Frau Professor Zenke, und zwar, wir hatten ja schon von der DRK die Frage der standortbezogenen Betrachtung, da die Positionierung gehört. Vielleicht können Sie nochmal aus Ihrem Beratungsalltag sprechen, wie Sie da die Einschätzung haben. Vielleicht können Sie dazu nochmal etwas sagen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Frage. Das mache ich gern. Wir haben ja bereits davon gehört, dass die Unternehmen natürlich auch unterschiedliche Standorte in Deutschland haben, wenn sie aktiv sind. Und wir haben eine Regelung in § 6 des Verordnungsentwurfs. Und da wird gesagt, ihr könnt auch als selbstständige Unternehmensteile beantragen und um Entlastung bitten. Das kommt aus dem EEG, dort dem Paragraphen 64, und ist erstmal grundsätzlich zu begrüßen. Wir haben in der Praxis allerdings gesehen, dass sich das im Prinzip nicht ausgeht, weil wenn Sie ein mittelgroßes Unternehmen sind mit zwei Standorten, dann, und darauf stellt das EEG eben ab, dann haben Sie keine separate Handelsbilanzierung oder keine separate Handelsbilanz für diese Standorte. Das wird so unterschiedlich möglich, also entweder zwei Standorte, die das Gleiche produzieren. Komplexer wird sogar noch, wenn Sie Standorte haben, die Vorprodukte für einen anderen Standort produzieren. Und da wäre, weil wir ja auch über Entbürokratisierung sprechen, der Vorschlag, das ein bisschen schlichter zu halten und einfach zu sagen, warum stelle ich nicht auf den Verbrauch am Standort direkt ab und dessen Außenhandelsintensität, da spricht gar nichts dagegen. Und das geht beihilferechtlich meines Erachtens auch. Und das würde das ganze Thema entschlacken. Vielleicht als letzte Anmerkung, weil ich öfter mal angesprochen wurde, jetzt in der Runde ein Satz noch. Was wird von den Unternehmen verlangt? Also ich habe ja bereits gesagt, das ist kein Spaziergang. Wir haben eine Entlastung, kriegt man unter folgendem Aspekt.
Heizwert Brennstoff, das ist der untere Heizwert eines Brennstoffs. Brennstoff Benchmark, das ist ein sehr ambitionierter Benchmark, der neuerdings eine Kombination ist aus Erdgas und Biomasse. Also man darf nicht einfach irgendwas verbrennen. Man stellt an die Unternehmen schon Anforderungen, mal CO2-Preis und dann kommt das Neue dazu, mal Kompensationsgrad. Und da finde ich, darf man schon mal überlegen, ob man die Unternehmen dann im Gesamtkontext, im gesamtinnereuropäischen Kontext auch so behandelt wie ihre Nachbarn. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt kommt Herr Hilse. Bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Professor Lüdicke, Dreh- und Angelpunkt der Klimaforschung ist ja die sogenannte Klimasensitivität, die angibt, welcher Temperaturanstieg bei hypothetischer Verdopplung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu erwarten ist. Wenn die so unterhalb 1,5 Grad liegt, ist alles im natürlichen, unbedenklichen Bereich. Welche Werte nimmt momentan das IPCC an? Sie wissen ja, dass also der Wert in den letzten Jahren sich kaum verändert hat. Und gibt es dazu, also das, was das IPCC verwendet, sich nicht verändert hat, trotz Forschungsergebnisse? Wie haben die Forschungsergebnisse sich zurzeit, also welche Forschungsergebnisse, neuen Forschungsergebnisse gibt es im Moment? Ja, eine interessante Frage, denn die sogenannte Klimasensitivität ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Diskussion, also nicht der Diskussion hier, die ist etwas kleiner. Definiert ist sie als die globale Erwärmung bei hypothetischer Verdoppelung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Also hypothetisch verdoppelt, wie warm wird es dann? Was weniger bekannt ist, und das ist ja nun wirklich Konsens, also auch das IPCC nimmt das an, dieser ganze Zusammenhang ist logarithmisch. Das heißt, jede Verdopplung, also mit anderen Worten von 400 auf 800 ppm, nehmen wir mal an, was weiß ich, 2 Grad, dann wieder von 800 auf 1600 ppm, wieder der gleiche Wert, also logarithmisch. Das heißt, je mehr wir CO2 in der Atmosphäre haben, also jedes neue CO2, das dazukommt, macht eigentlich weniger Wärme. Also das nur nebenbei. Ihre Frage bezog sich auf die Zahlenangaben. Naja gut, das IPCC nimmt im Moment, den allerjüngsten Bericht kenne ich noch nicht, A6 ist noch nicht raus, nennt eine riesige Ungewissheitsspanne von 1,5 Grad bis 4,5 Grad globale Erwärmung für die Klimasensitivität. Früher waren sogar ab und zu von 6 Grad die Rede. In der Fachliteratur ist es ein bisschen anders. Das ändert sich natürlich mit der Zeit, denn man wird ja klüger. Und hier gibt es zwei ganz interessante Veröffentlichungen, eine von Herrn Gervais, François Gervais, und dann von einem Italiener, Scafetta. Die haben mal nachgeguckt, wie ändern sich denn von den begutachteten Fachpublikationen die Werte der Klimasensitivität mit der Zeit. Und wenn man das so mal aufträgt, das ist so eine Punktewolke und eine Gerade durchlegt, dann sieht man, die nimmt dauernd ab. Also die Klimasensitivität wird immer kleiner. Das ist natürlich gut, denn es wird eigentlich immer harmloser. Und heute liegen wir so ganz grob etwa bei 1,5 Grad Celsius. Also damit ist das Ziel des Pariser Klimaabkommens ja eigentlich schon erreicht, nicht? Und wenn man nur fragt, was ist denn nun 1,5 Grad, ist das nur gefährlich, ist es nicht gefährlich, ist es harmlos und so weiter, dann kann man das schlecht sagen, denn das ist so wenig, für einige Länder ist es von Vorteil, für die Nordländer, Sibirien beispielsweise, sie freuen sich, wenn es wärmer wird, sie können höhere Landwirtschaft in höheren Breiten betreiben, für andere Länder ist es vielleicht ein Nachteil, hier gibt es keine Antwort, keine genaue. Allerdings, wenn es Werte über 2 bis 3 Grad wären, was ja jetzt nun laut Fachliteratur nicht der Fall ist, dann könnte es bedenklich werden, aber davon kann keine Rede sein. Wenn ich noch ein Wort sagen darf, vielleicht erinnere ich mal an die 1935er Jahre, da war es schon so heiß wie heute, heiß ist also warm wie heute, angenehm. Und dann in den 70er Jahren wurde es wieder so kalt, dass die Times und viele amerikanische Klimaforscher von einer neuen Eiszeit gewarnt werden. Und das ist heute leider ganz vergessen wieder. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Herr Köhler, bitte.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ich würde noch mal an Herrn Baumgürtel fragen. Sie hatten ja, wie ich finde, sehr, sehr gut ausgeführt, sozusagen, dass das Klimaschutz und auch CO2-Reduktion vor allen Dingen, aber Energieeffizienz bei Ihnen ganz hoch stehen. Meine Frage bezieht sich eher jetzt auf die sozusagen Planung Ihres Unternehmens. Wenn Sie also Investitionen, und ich glaube, wir wissen alle, dass jetzt in den nächsten 10 Jahren viele Investitionen in Deutschland anstehen würden, wenn Sie anfangen, sich zu überlegen, nach welchen Kriterien Sie investieren. Was ist für Sie eine spannende Größe? Wahrscheinlich der Preis, die Höhe der Energiebepreisung, andere Standortfaktoren, aber wie gehen Sie zum Beispiel mit sowas wie einem CO2-Senkungspfad um? Also dem, was ja jetzt auch mehrfach angemerkt wurde, auch im Verfassungsgerichtsurteil, dass wir einen klaren Senkungspfad haben. Wie sehr wäre das für Sie entscheidend, den irgendwie in Deutschland, Europa allgemein zu haben, und was wäre da das Investitionskriterium? Also der Klimasenkungspfad, da möchte ich eins nochmal sagen, dass derzeit die Industrie der Sektor ist, der sich innerhalb des Pfades bewegt. Nach den mir vorliegenden Untersuchungen ist es vor allem der Bereich Verkehr und dann auch letztendlich wahrscheinlich der konsumtive Energieeinsatz insgesamt, der den angenommenen Pfad noch nicht gefunden hat. Industrie ist also auf einem guten Weg, und ich kenne keinen Unternehmer, keine Unternehmerin aus meinem Umfeld, die sich dem Thema Investitionen in mehr Klimaschutz in irgendeiner Form verweigern würde. Aber auch dort geht es natürlich um Rahmenbedingungen und die Frage, wie ist es mit Technologiefreiheit und übrigens auch der Freiheit des Unternehmers, der Unternehmerin, darüber zu entscheiden, für welchen Energieträger er oder sie sich zum Beispiel einsetzen will. Und da möchte ich auch noch mal ganz kurz die anderen Sachverständigen, die mehr aus der theoretisch-wissenschaftlichen Ecke kommen, gerne einladen, sich mal mit konkreten Unternehmen zu beschäftigen, der Prozesswärme. Die Prozesswärme ist sehr facettenreich. Und natürlich braucht man unterschiedliche Technologieoptionen, aber es sind die Unternehmerinnen und Unternehmer, die am besten wissen, welche sie davon zukünftig ergreifen wollen. Was wir dafür brauchen, ist, dass diese Optionen auch tatsächlich möglich sind. Und damit komme ich wieder zurück auf kohlenstofffreie Energieträger. Der Switch, das ist übrigens keine Dekarbonisierung in Teilen, sondern das ist ein harter Switch. Entweder ich setze Erdgas ein oder am nächsten Tag eben Wasserstoff. Natürlich in den Anlagen möglicherweise zeitlich unterschiedlich umgesetzt, aber immer auf Grundlage der Möglichkeit, die geschaffen werden muss, dadurch, dass wir diese kohlenstofffreien Energieträger, wie zum Beispiel Wasserstoff, gleichberechtigt zu anderen Optionen bekommen können. Denn die Prozesswärme wird sich danach ausrichten, auch im Hinblick auf die Investitionen am Standort Deutschland, ob diese Optionen für die unterschiedlichen Anforderungen in der Prozesswärme auch alle da sind. Sollte eine fehlen, wird ein Teil, zum Beispiel aus unserem Bereich der Prozesswärme, mit Sicherheit abwandern und abwandern müssen. Ich sehe nicht, dass Länder drumherum sich für ihre Industrie nicht interessieren. Belgien hat zwar eine Energiesteuer, aber interessanterweise sind die Unternehmen ausgenommen. Und was Frankreich letztendlich mit dem Strompreis macht und wie in Frankreich CO2-Freiheit von Strom definiert wird, ich denke, das brauchen wir hier gar nicht zu diskutieren. Das heißt, wir können nicht so tun, als seien wir auf einer Insel, sondern wir haben wertvolle Unternehmen. Ich trage Verantwortung für Mitarbeiter, für mein Unternehmen. Und ich möchte, dass mich alle dabei unterstützen, dass wir dieses Unternehmen, unser Unternehmen, aber ganze Branchen, alle Industriebranchen in Deutschland zukunftsfest machen. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Beutin, bitte. Ja, meine Frage geht wieder an Ulf Sieberg. Ich denke, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts werden wir auf jeden Fall nachschärfen müssen. Und aus Sicht der Linksfraktion wird es eben dann nicht ausreichen, auf Kompensation oder Anreize zu setzen, sondern es wird tatsächlich in allen unterschiedlichen Sektoren auch darauf ankommen, verbindliche Regelungen zu finden. Vor diesem Hintergrund, halten Sie die Regelung im Gegenzug für die Kompensation dann eine Nachweispflicht für die Unternehmen, dass sie auch tatsächlich in Klimaschutz investieren? Halten Sie das für ausreichend oder bräuchte es da mehr Maßnahmen? Ja, vielen Dank für die Frage. Also es wird mit Sicherheit ja Nachsteuerung geben müssen. Das betrifft sowohl das CO2-Preisniveau, wobei dazu müssen wir nochmal sagen, also es geht nicht um die absolute Höhe des CO2-Preises jetzt der Umwelt- oder der Klimaschadenskosten, wie es das Uber beispielsweise mit 180 Euro prognostiziert, sondern es geht um einheitliche CO2-Mindestpreise, sowohl im europäischen Emissionshandel als auch in den Sektoren Wärme und Verkehr. Und da kommt es darauf an, dass wir mit einem moderaten Preis, 50 bis 60 Euro, der jedes Jahr ansteigt,
Planungs- und Investitionssicherheit schaffen, weil wir damit sozusagen die Anpassungsprozesse der Industrie, über die wir jetzt hier auch reden, gerade auch der Prozesswärme, adaptieren und verstärkt eben erneuerbaren Strom dann produziert bekommen, den wir in die anderen Sektoren lenken können. Deswegen ist das Thema Technologieoffenheit auch ein hübscher Schlagbegriff, aber man muss schon nochmal sagen, wir sind nicht technologieoffen bei Atomkraft, wir sind nicht technologieoffen bei Kohle, wir können nicht technologieoffen bei Erdgas sein und deswegen muss man das nochmal so ein bisschen differenzieren. Wir können Anlagen offen sein, aber wir können mit Sicherheit nicht brennstoffoffen sein. Und deswegen wird es Anpassungen geben müssen beim Kompensationsgrad, und zwar nach unten, damit die Anreizwirkung des CO2-Preises stärker wirkt. Kompensationsgrade von bis zu 95% sind da viel zu viel. Auch wird klar sein müssen, dass die Beihilfen dann verstärkt in Klimaschutzmaßnahmen investiert werden müssen, als das bislang im Entwurf eben drinsteht. Und es ist auch klar, dass bestehende Entlastungen wie beim Strompreis dann auch irgendwann gegengerechnet werden müssen, um von diesen Ausnahmen wegzukommen. Und darum geht es. Es geht darum, ein System zu schaffen, dass die Anreizwirkung sich voll entfalten kann des CO2-Preises, dass die Unternehmen das voll spüren, andererseits aber eben dann die CO2-Vermeidungskosten, die sehr hoch sein können, und die Deckungsfehlbeträge, die dort entstehen, eben mittels anderer Instrumente, wie eben den auch schon angesprochenen Carbon Contracts for Difference, aufgefangen werden, damit die Unternehmen nicht abwandern, sondern klar unterstützt werden. Und auch der Grenzausgleich, den ich in meinem Folienvortrag auch nochmal ja erwähnt habe, ist dort ein wichtiges Instrument, um diesen Carbon Leakage Schutz im Kontext des Klimaschutzes, wie ihn das Bundesverfassungsgericht jetzt einfordert, eben auch bei der Industrie anzuwenden und zu ermöglichen. Und nochmal wichtig ist, dass wir vom System wegkommen, Gesetze zu machen, von denen dann ganz viele ausgenommen sind, hin zu einem System, dass die Gesetze, die wir machen, für alle gelten, aber eben dann mittels Fallprüfung genau schauen, wie können wir diejenigen, die wirklich betroffen sind, zielgerichtet bei der Aufgabe der Transformation der Wirtschaft im Sinne von Klimaschutz und Carbon Leakage Schutz Hand in Hand gehen, auch eben zu unterstützen und eben genau hinzuschauen und nicht mit der Gießkanne, wie wir das bislang machen, über alle hinweg und unsere eigentlichen Beschlusslage und Gesetze wie ein Schweizer Käse perforieren. Das muss ein Ende haben. Und zielgerichtete Unterstützung ist hier das Wichtige. Dankeschön. Und den Fragenabschluss für heute macht Lisa Badum, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Da würde ich gerne anschließen, denn das Bundesverfassungsgerichtsurteil ist jetzt verschiedentlich angesprochen worden. Und ich glaube, eines, was es uns gezeigt hat, ist, dass Dekarbonisierung nicht irgendwas, was in ferner Zukunft stattfindet, sondern dass wir jetzt die Weichen dafür stellen müssen. Und das ist Verfassungsauftrag. Und das bedeutet eben auch, dass Unternehmen in der Zukunft erneuerbare Brennstoffe einsetzen müssen und deswegen auch nicht ewig unter der Schutzglocke sozusagen abwarten, dass wir diese Klimaziele nicht erreichen. Vor diesem Hintergrund, Frau Schenoid, würde ich gerne noch mal fragen, eben auch anknüpfen an Herrn Sieberg. Wir wollen ja die Unternehmen wirklich bei dieser Dekarbonisierung supporten. Und Sie haben ja noch mal gesagt, dass es im BEHG eigentlich auch so vorgesehen ist, mehr Anreize. Was könnten denn konkret mehr Anreize für Unternehmen sein, eine bessere Unterstützung, um auf diesen Dekarbonisierungspfad zu kommen, aus Ihrer Sicht? Ja, vielen Dank, Frau Badum. Also ich glaube tatsächlich, dass wir mit den Gegenleistungen jetzt in der Carbon-Leakage-Verordnung ein erstes Instrument haben. Ich hatte ja ausgeführt, dass das noch deutlich gestärkt werden kann. Und gleichzeitig, da bin ich bei Herrn Sieberg, ist es aber auch wichtig, sozusagen nicht zu viele Nutznießer zu haben, die überhaupt quasi unter diese Regelung fallen. Also wir plädieren zum einen eben für eine deutlich zielfokussiertere Auswahl der Unternehmen, die wirklich betroffen sind, die wirklich die Probleme haben, die Herr Baumgürtel vorhin beschrieben hat, also sozusagen noch keine adäquaten Alternativen, jetzt akut, aber sozusagen eine hohe Kostenexposure. Also die gibt es sicherlich, aber wir wollen genau die eben gezielt unterstützen. Und ich glaube,
für die Wechselinvestitionen, die in anderen Branchen auch relevant sind und auch getätigt werden müssen, sollten wir noch ein anderes Instrument finden. Das, glaube ich, lässt sich nicht alles im Rahmen der Carbon Leakage Verordnung lösen, weil eben nicht für alle Unternehmen überhaupt das Risiko Carbon Leakage dann entscheidend ist. Da, glaube ich, gibt es viele, viele Möglichkeiten, die man sich überlegen kann, sei es Förderprogramme oder Ähnliches, die geschaffen werden können, die es ja auch schon gibt im Übrigen. Also das ist ja nicht so, dass es sozusagen an der Stelle für den Klimaschutz nicht auch schon Maßnahmen gäbe, die auch Unternehmen heute schon nutzen können. Also da glaube ich, oder würde ich ganz gerne die Diskussion ein bisschen aus dieser Ecke rausholen, dass sozusagen mit der CO2-Bepreisung ganz unbotmäßige Härten für ganz viele Unternehmen entstehen, die absolut nicht abzusehen waren. Sondern da würde ich tatsächlich auch unterstreichen wollen, dass wir hier bei diesem wichtigen Instrument wirklich auch eine gewisse Konsequenz erkennen lassen sollten. Ich glaube, wir haben alle Mittel und Methoden durch bestehende Instrumente, wie zum Beispiel die besondere Ausgleichsregelung, da auch zielgerichtet zu identifizieren und in den Gegenleistungen auch letztlich noch eine etwas höhere Wirksamkeit zu verankern. Besonders wichtig wäre mir da wirklich der Punkt mit dem Wirtschaftlichkeitsvorbehalt, dass das sozusagen maximal eine aufschiebende und keine aufhebende Wirkung haben kann. Wenn wir jetzt auf den Wortlaut des aktuellen Verordnungsentwurfs schauen, ich glaube, das ist minimalinvasiv und lässt sich noch sehr gut lösen und wäre sozusagen relativ problemlos noch anpassbar. Ja. Der Herrn Sieberg blieben noch 20 Sekunden. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Auch immer macht das Sinn, glaube ich. Ich will noch mal sagen, wir sind zwar der CO2-Abgabe e.V., aber wir halten den CO2-Preis nicht für die eierlegende Wollmilchsau. Also das sollte allen noch mal klar sein. Das ist nicht das alleinige Instrument, mit dem wir jetzt die Anforderungen auch des Bundesverfassungsgerichtes oder auch des IPCC und Paris tatsächlich einhalten. Es schafft die ökonomische Grundlage und es sollte die ökonomischen Leitplanken für klimafreundliche Investitionen erledigen, mittels eines CO2-Mindestpreises, sowohl im ETS als auch im BEAG. Vielen Dank. Dankeschön. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Anhörung zu der Verordnung. Und ich danke Ihnen allen für die spannenden Antworten, die Sie auf die Fragen der Abgeordneten gegeben haben. Es war sehr vielfältig. Wir haben bei einer Verordnung als Parlament nicht die Möglichkeit, an dieser Verordnung zu arbeiten, sie zu verbessern, wenn man das für notwendig hält. Wir können nur Ja oder Nein sagen und wir werden sehen, wie sich die einzelnen Fraktionen nach dieser Anhörung heute dann entscheiden, ob für ein Ja oder für ein Nein. Herzlichen Dank nochmal und Ihnen einen guten Wochenanfang.